Ich liebe Rap. Ich glaube wirklich, dass ich zum Rappen gebogen bin, so. Dass sie sich das Leben sogar nehmen würden für die Likes, ne? Also, wo fängt's an, wo hört's auf? Also, wir haben ja alle unsere Seele verkauft in dem Moment, wo wir in so einem System leben und so tun, als ob das alles in Ordnung wäre. Also, ich will jetzt auch nicht so krass auf Moralapostel machen. Ich meine, ich habe Songs wie Lutsch meinen Schwanz und so gemacht. Die erste Frage ist von Ahmad Miri Patron. Miguel? Miguel Pablo. Ja, ja, der so krasse Dislikes bekommen hat. Ja. So, ne? Und für so einen kurzen Moment dachte ich auch, krass, der hat es echt geschafft, mich zu schocken. Ja. Der hat mich eigentlich mehr geschockt als mein eigenes Video. So, ne? Feature mit Bushido. Tim, du kleiner Hater, Alter. Warum hast du mich gefickt hier? Hast du noch Kontakt zu Montana Black? Grüße aus Duisburg. Jetzt kommt ein Album nach 20 Jahren Rap, KKS. Geht's Richtung Ende zu? Oder? Ab jetzt kann's nur noch, können die Interviews nur noch schlechter werden. Also, wir haben jetzt schon zu Anfang der Promophase das beste Interview gemacht. Let me see you go. Let me see you come in. Now let me see you go back. Erzähl mal, du machst jetzt hauptberuflich YouTube, oder was? Ja, Mann. Ja? Ist das geil? Oder macht es dich irre auch ein bisschen? Ja, fickt schon manchmal den Kopf. Du musst jede Woche Content erstellen, oder was? Ja, Mann. Boah, Alter. Ja. Das ist ein hartes Brot. Ja. Weil wenn ich dann so in normaler, wenn da jetzt Leute hinten sitzen, dann stört das schon. Aber hier ist heute gut leer, Alter, komm. Nee, heute ist cool. Das sind ja Zuschauer hinten, zwei Zuschauer. Ne, Jungs? Wer schon mal, ne? Was? Ja. Geil. So. Schöne Ding. Bei dir? Freut mich, wenn es läuft. Digga, ich muss ja Mucke machen, mir bleibt ja nichts anderes übrig, Alter. Ja? Schön Mucke den ganzen Tag. Nee, ich bin froh, ich bin jetzt mit Album fertig geworden, gestern, Alter. Komplett durch, ja, oder? Mir fällt Stein vom Herzen, Alter. Das war so anstrengend, Mann. Ich hab mich zerstört. Ist schon krass, Mann, Alter. Einfach 20 Jahre, oder was? 20 Jahre lang Mucke machen, das ist schon heftig, Mann. Ja, irgendwann hast du ja auch mehr oder weniger alles gesagt, ne? Und du musst halt natürlich dich auch selbst motivieren und auch wieder Spaß daran haben, so, ne? Also ich versuche schon, dass der Spaß im Vordergrund steht, aber ich merke auch, dass ich so, weil ich auch so behindert perfektionistisch bin, so, dass ich auch echt an meine Grenzen ankomme. Man, gestern, ich habe einfach bis 4 oder 5 war ich im Studio, ich war halt richtig durch schon, ne? Verschwitzt, ich muss schon Bademantel mitnehmen, weil wenn ich rappe, so, ich rappe so, als ob so mein Leben geht, Alter. Krass, Mann, Alter. Ist es noch genauso wie damals, oder? Noch krasser ist es sogar geworden, Alter. Echt, da? Ja, auf jeden Fall. Krass, Mann. Ich bin noch penibler, so, ne? Ich achte auf jede kleine Kacksilbe. Okay. Manchmal ist es so, wenn mich eine Silbe stört, so nehme ich das ganze Ding neu auf, weil so eine Stelle nur so. Danke dir, Bruder. Aus irgendeinem Grund in irgendeiner Form nicht passt. Aber so, Mann. Voll krass, Mann. Sonst kann man ja auch nicht relevant sein. Ich glaube, das ist das erste Interview, wo ich ein bisschen nervös bin, jo. Ach, Bruder, ich bitte dich, Mann. Hör mal auf, ich bin nervös, Alter. Nein, Mann, Bruder. Ich hasse Interviews eigentlich, fürchterlich. Echt, ja? Also so mit Kamera, Katastrophe für mich. Also für mich ist jedes Mal Film, Alter. Ich bin leider gar nicht abgebrüht, Alter. Ich bewundere immer die Leute, die so hinsetzen, so erzählen und machen und tun. Flair, Alter. Der hat ja auch sein Interview hier gedreht, Mann. Direkt ein paar Blocks weiter vorne beim Friseur. Ja, er liebt die Kamera. Für ihn ist es gut. Er macht sich wirklich locker. Ja. Der packt ja auch aus. Aber ist schon krass, Mann, Alter. Du, Bruder, ich habe deine Musik gehört, da war ich noch 11. Weißt du, ich war so 11, 12, habe ich so die ersten Songs gehört. Ich bin 28. Bombe. Voll du hast schön. Mich so mit deiner Musik durch mein komplettes Leben eigentlich mitbegleitet, so, weißt du? Ich schwör's dir, Hammer, du hast mir Gänsehauten verpasst, Bruder. Bombe. Das ist grauend. Ohne Scheiß. Bombe. Ey, das ist echt krass, Mann. Das ist mir echt eine krasse Ehre. Ach, nice, Alter. Sind wir schon live, oder was? Echt, ja? Ach so, starten wir schon los, oder? Ah, mittendrin. Mittendrin. Willst du eine Pfeife? Willst du keine? Nee, danke schön. Ich habe aufgehört zu rauchen. Echt, ne? Ja. Okay, krass. Wegen meiner Lunge und Sodbrennen und so, das ging gar nicht mehr klar, Alter. Okay, krass, Mann. Hast du auch Kippen geraucht früher, oder was? Nee, auch schon, aber irgendwann bin ich von Kippen weg, dann war ich eigentlich Nichtraucher, dann dummerweise habe ich dann angefangen mit Pfeife. Ich will jetzt hier auch Hardy sein Business nicht schlecht machen, aber ich habe dann für mich entschieden, Dankeschön, vielen Dank. Danke. Ich habe dann entschieden, dass das für mich keinen Sinn mehr macht. Ich habe gemerkt, ich bin echt voll der Junkie geworden auch, ne? Und ab dem Punkt, wo du dann echt schon so um 12 Uhr irgendwie mittags da sitzt, Alter, und einen rauchen musst, das ist schon nicht mehr normal. Aber ja, gönn dir, mein Freund, was rauchst du? Watermelon Chill. Mhm. Das ist so mein Standardgeschmack, Digga. Echt, ja, immer? Ja, immer, immer. Ey, lass mal ein kleines Intro machen, Alter. Yo, was geht ab, Freunde? Wir sind hier am Start im Café. Heute mit einem Ehrengast, Alter. Special Guest, King Kool Savage. Ist mir echt eine Ehre, Mann, Alter. Ist mir eine Ehre. Danke für die Einladung, Alter. Habe ich dir eben schon gesagt, Mann, Alter, du hast mich wirklich durch mein Leben so mit deiner Musik begleitet, Alter. Und ich will auch hier so als Deutschrap-Hörer und Fan dir auf jeden Fall mal am Anfang direkt Props da lassen und Dankeschön sagen, dass du so die Türen für Deutschrap aufgemacht hast. So. Ich danke dir. Danke und, sehr. Und uns mit deiner Musik so versorgt hast, Digga. Das ist schon
ist schon, also ist mir wirklich eine krasse Ehre. Und ich habe ihm auch eben schon gesagt, das ist, glaube ich, das erste Interview, wo ich so ein bisschen nervös bin auch. Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich nervös bin, weil ich prinzipiell Interviews ist nicht so mein Film so, aber nee, sind wir beide ein bisschen angespannt. Ist doch gut. Ist doch eine gute Grundvoraussetzung. Wie kommt es, dass es nicht so dein Ding ist, so Interviews zu machen? Ach, keine Ahnung, Mann. Guck mal, als Rapper hast du ja so viel Text. Eigentlich, ich bin der Meinung, wenn du Rapper bist, brauchst du eigentlich keine Interviews mehr geben, weil du hast ja alles schon gesagt. Weil wenn du was schreibst, ein Song ist schon so viel, wie andere Menschen irgendwie in einem Monat zu erzählen haben. So, ne? Also alles, was du loswerden willst, wirst du ja eh los in deiner Musik. Daher, ich denke mir dann immer, was gibt's jetzt wirklich noch für Sachen? Natürlich ist dann, je nachdem, mit wem man das Interview macht, ne, entstehen dann auch andere Themen und so, über die man vielleicht noch nicht so viel geredet hat. Aber prinzipiell denke ich so, weiß nicht. Früher hat mir das noch total Spaß gemacht, so, ne? Da fand ich das richtig geil, aber mittlerweile ist es auch okay für mich. Ich könnte es auch sein lassen, so. Mm. Aber das ist jetzt ein super interessantes Format und ich finde es cool, so. Geil, Alter. Ja, du bist halt auch ein Typ, der in seinen Texten schon immer so viele persönliche Sachen auch mit drin hatte, so, weißt du? Der beste Tag meines Lebens und so Geschichten, da hörst du ja auch wirklich, dass du aus der Seele rappst, quasi so. Was ja auch nicht mehr vielleicht alle machen, so. Vielleicht schaffen es auch nicht mehr alle heutzutage gerade so, ihre Persönlichkeit so krass in die Musik rein zu pushen, dass die vielleicht diese Interviews brauchen, um noch mehr von ihrer Persönlichkeit zu zeigen, auch für die Fans und sowas. Ne? Ja, das kann sein. Ich meine, die Jungs sind ja, die meisten sind ja jetzt auch damit aufgewachsen, ne? Mit diesen ganzen, ich hatte schon auch so ein bisschen Schwierigkeiten, mit diesem ganzen Social-Media-Ding auch warm zu werden. Ne? Also überhaupt ja, so Sachen wie Content entstellen als Jugendlicher, wenn du jetzt anfängst zu rappen, ist das für dich gang und gäbe und das für dich das Normalste der Welt, dass die Leute sagen, hey, was war gestern mit dir los, du hast keine Insta-Story gemacht. Mm. Ne? Also über sowas mussten wir ja nicht nachdenken. Mm. Für uns war es so ursprünglich, also mit uns meine ich jetzt die bisschen ältere Generation, man hat ein Album rausgebracht, dann bist du irgendwie einen Monat durch Deutschland gefahren, hast dich mit Leuten getroffen, dann gab es so 4, 5 Print-Interviews, das war's, so, ne? Ende der Geschichte. Und jetzt ist was anderes. Also das bewundere ich aber auch an den jungen Leuten jetzt, dass sie einfach auch so viel Energie auch in dieses eigene Marketing stecken. Ne? Dadurch werden die auch viel, viel früher darauf so geeicht, so auf dieses Business-Ding so. Und ja, die machen das schon gut. Ja, es ist auf jeden Fall ein krasser Unterschied. Damals gab es ja nicht mal YouTube, wo du angefangen hast, ne? Nee. Also da hast du deine Singles rausgeknallt, dann höchstens mal auf MTV gelandet oder auf wenn du auf, Glück hattest. Ja. Naja, früher war es so, du hast schon ein Video gemacht und egal wie viel Geld du reingesteckt hast, es gab, glaube ich, am Mittwoch oder so, war immer so eine Sitzung, MTV-Sitzung und MTV Viva hat dir zusammengehört und wenn die dein Video abgelehnt haben, dann kann es sein, dass du damals warst, noch viel teurer Videos zu machen. Da haben Leute echt 50.000, 60.000 Euro Budget, ja, war normal so, ne? Oder Mark auch sogar zu dem Zeitpunkt, dann, wenn es abgelehnt wurde, hast du es umsonst gemacht, für die Tonne. Dann musstest du hoffen, dass dein nächstes vielleicht genommen wird. Also, das war eine ganz andere Nummer. Du konntest ja nirgendwo raushauen, ne? Nee. Stimmt, Alter. Worauf denn? Es gibt Videos von Leuten, die über 100.000, 150.000 Mark gekostet haben oder Euro, die nie jemand gesehen hat, weil es nie angenommen wurde. So. Heftig, man. Siehst du dann, also wie wenn du so die Zeit vergleichst, ne? Von damals und heute, das Krasse ist ja, du bist ja immer noch am Start, du machst ja immer noch Musik und du haust ja immer noch raus, deswegen kriegst du ja auch die ganzen Sachen mit, die du heute so beachten musst, so. Was sind für dich so die heftigsten Unterschiede zwischen dem Business damals und dem Business heute, so? Also schon das, was ich auch schon gerade angesprochen habe, dieses, dass du jetzt viel, viel mehr in der eigenen Hand hast. Früher war es so, du hattest das Gefühl, dass du schon immer von der Gunst einer dritten Person auch abhängig warst, weißt du? Also zum Beispiel, du brauchtest einen Plattenvertrag, weil für sich selber hat man nie so dieses Konstrukt verstanden, ne? Dieses, wie produziere ich ein Album, wie produziere ich eine Platte, wie mache ich das fertig? Du hattest ein Studio, du hattest einen Produzenten, du hattest die Plattenfirma, du hattest die Promotion-Agentur, du hattest so ganz viele Schritte, so Mechanismen, die du durchlaufen musstest, um an einen Punkt zu kommen, ne? Um am Ende ein Release zu haben, was dann vielleicht funktionieren konnte oder auch nicht so, ne? Und jetzt ist es halt so, ne? Du hast jetzt junge Leute, zum Beispiel, wie heißt der jetzt hier, das Phänomen Mero zum Beispiel, ja, weißt du, der hat sich selber promotet, also das so kommt krass. Es mir vor, ich kenne die Hintergrundstory nicht, aber da ist ein junger Mann so, der irgendwie mit 18, 19, 20 Jahren sich hinstellt, der seine gesamte Promotion selber macht, auf seinen Rücken aufbaut, der dafür wahrscheinlich nicht mal viel Geld braucht, sondern das mit seinen Jungs, mit seinem Handy macht, mit seinem Account, das heißt komplette Unabhängigkeit, ne? Das ist ein Traum. Gerade, glaube ich, für Rap ist das mit eine der besten Sachen, die Rap passieren konnte, diese Unabhängigkeit. So, ne? Weil du kannst einfach sagen, wenn ein Label dich nicht will, kannst du sagen, fickt euch, mach ich selber so. Ne? Dann, und du kommst viel schneller an den Punkt, wo du Geld verdienen kannst, weil die Wege immer kürzer sind. Ne? Du kannst bei, wie heißt Recordjet oder so, kannst du ein Album hochladen. Du könntest heute ein Album machen und das morgen hochladen, so, ja, weißt du. Und das, wenn das laufen würde, könnte sein, dass du
übernächste Woche damit schon eine Million gemacht hättest. Ja, so. Unvorstellbar früher so. Das ist heftig, Alter. Siehst du das so, dass sich die Spreu vom Weizen nicht mehr so krass trennt wie damals? Weil wie du eben gesagt hast, damals war es ja so, dass du bei MTV, entweder deine Single kommt im MTV-Format raus, ja, oder nicht. Und heute kann halt jeder rausballern. Und dadurch gibt es halt auch sau viele Leute. Glaubst du, dadurch entsteht auch mehr Trash so? Ja, natürlich. Das ist, du hast den großen Faktor an Übermüllung so, ne? Mhm. Und weil natürlich auch jeder unbegabte Typ für sich auch sagt, ey, ganz ehrlich, wenn der das schafft, kann ich das auch. Ich mache mir jetzt einen Insta-Account, ich mache mir jetzt hier mein YouTube, ich erzähle den Leuten jetzt irgendwelchen Blödsinn. Mhm. Aber ich würde das jetzt so, meine Kritik an Wacker Scheiße ist nie so zeitlich gebunden, dass ich sage, für mich ist die neue Generation wack und früher war alles besser, voll der Blödsinn. Ich habe heute viel, viel mehr Rapper, die ich persönlich hören kann und die ich gerne höre, als früher. Früher fand ich, für mich persönlich, ich mochte früher Tone, Sammy, Assad, Stieber Twins und das war's dann schon fast. Ne? Da war dann für mich mit 4, 5 Acts war schon die ganze Nummer gegessen. So. Heute kann ich sogar Sachen, die vielleicht nicht meinem Musikgeschmack entsprechen, kann ich aber trotzdem etwas da drin sehen und etwas da drin hören, wo ich persönlich sage, das ist trotzdem gut so, ne? Und das ist trotzdem geil und das ist gut umgesetzt. Selbst wenn das jetzt Musik ist, wo extrem viel nur noch gesungen wird. So, ne? Das ist ja auch normal, Rap hat sich total verändert und viele singen halt überwiegend, bevor sie überhaupt eine Zeile gerappt haben, singen die eigentlich. Aber ich kann trotzdem dann sagen, ey, das gefällt mir oder der Song hat eine geile Hook oder was auch immer so. Wen feierst du so, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, so von der aktuellen Generation, von den neuen Leuten so? Wie gesagt, ich mache das nicht so zeitlich abhängig. Ich gucke immer, wer gerade was Geiles hat. Zum Beispiel BOZ aus Hamburg feiere ich so. CR7Z feiere ich. Ich nach wie vor natürlich Olli Banjo. Dann natürlich auch viele Jungs, die mit mir unterwegs sind, so, ne, Takt 32 und ich habe einen jungen Künstler jetzt gerade aus, was heißt junger Künstler, der ist gar nicht mehr so jung, aber der wird neu für die Leute sein, den habe ich aus Rostock jetzt und den will ich jetzt supporten und pushen und ja, Dave Young heißt der, genau, Dave, das kann Young. Ich ja jetzt auch hier sagen, ja, cool, und Alter. Den feiere ich zum Beispiel total und ja, es gibt voll viele, also du müsstest mich fast fragen, so, ne? Aber es kommen ja auch, manchmal sind Songs, ne? Letztens kam zum Beispiel ein Song von Credibil und Motrip, ich sehe was, was du nicht siehst, den habe ich total abgefeiert, so. Und wenn ich was geil finde, dann poste ich das auch. Jamule zum Beispiel ist meiner Meinung nach ein Riesentalent und der wird 100 pro total durchstarten, der bei PA, weißt du? Ja, Mann, der ich glaube, so. Ja, Mann, Alter, da habe ich auch, wo ich das erste Mal gehört habe, so, mir gedacht, der Bruder kann auf jeden Fall einiges reißen. Ja, und ist so. Auch ein super Junge und natürlich Life is Pain. Angenehme Stimme, weißt du, was ich meine? Ja. So einen guten Look auch so für die Leute, glaube ich, weißt du? Ja. Life is Pain? Ja, genau, klar. Also Dings, Kianusch habe ich jetzt am Wochenende in Münster getroffen. Kianusch ist auch einer der Besten zurzeit und so die ganzen Jungs da. Also da gibt es gibt so viel, Mann, über ganz Deutschland verteilt, Alter. Ja, Mann. Was hältst du jetzt zum Beispiel so von so einem Capital Bra zum Beispiel so, der ja auch jetzt einiges abgerissen hat, auch mit vielen Singles auf 1 gegangen ist? Dicker, ich finde, der hat eine unfassbare Entwicklung gemacht. Ne? Also der ist als Freestyle-Rapper hat er so ein bisschen Bekanntheit erlangt und hat dann daraus, was die wenigsten Freestyle-Rapper schaffen, daraus eine Karriere gemacht. Und was für eine Karriere so. Ne? Also innerhalb, ich hatte das Gefühl, innerhalb von einem Jahr kannte den ganz Deutschland so. Ne? Ich kenne ja auch Khalil, der mit ihm früher unterwegs war. So, ne? Das ist auch ein super Junge. So. Ich war mit den Jungs im Studio, die sind ganz lieb und höfisch, nette Jungs und korrekt. Ja. Und ja, ich gönne es ihm vom Herzen so, ne? Der soll einfach machen. Ich finde auch krass, wie der sich hinstellt und einfach auch teilweise Videos mit iPhone macht so, ja, ne? Und einfach sagt so, scheiß drauf, ich mache jetzt jede Woche ein Ding so. Das ist ein Tempo, da musst du schon sehr, sehr viel Enthusiasmus und Energie mitbringen, um da mithalten zu können. So, ja, ne? Ich kann mir das nicht vorstellen, jede Woche eine Single rauszubringen, da würde ich kaputt gehen, Alter. So. Ja, das ist auch so ein krasser Unterschied zwischen heute und damals. Ne? Damals hast du ein Album abgeliefert und hast dann erstmal ein Jahr Pause gemacht und hast dann irgendwann das nächste Album rausgehauen. Was so. Für ein Jahr? 4, 5 Jahre. Bei meinen Alben lagen 5 Jahre dazwischen. Beastie Boys haben, glaube ich, alle 9 Jahre ein Album gemacht. Das war für die Leute normal. Krass. N.W.A., wenn ich wusste, da kommt ein Album, bin ich gestorben. Da ist mein Herz stehen geblieben. Ja. Von Straight Outta Compton bis Niggas for Life, das war so ein langer Zeitraum so. Ja, da bin ich verrückt geworden, weil ich war der größte NWA-Fan so, ne? Und ach krass. Dann habe ich das mindestens ein Jahr oder länger gehört so. Absurd einfach. Ist heftig, man. Heutzutage machen die sich, also muss man sich Sorgen machen, wenn man irgendwie 2 Monate keine Single rausgehauen hat. Original, dann bist du tot. Ey, weißt du, wie oft zu mir Leute kommen? So, ich meine, ich mache 20 Jahre Musik. Ich denke immer, ja, ich
wird denen schon ein Begriff sein, kaum richtig, ja, Savas, aber ich mag dich und so bla, aber warum hast du aufgehört mit Musik? Ich sag, wer hat denn aufgehört? Manchmal sag ich auch, Ticker, mein letztes Album war mit Sigi zusammen, wir waren auf 1, wir sind Gold gegangen. Also, ist gefühlt schon jetzt wieder 3, 4, 5 Jahre her. Ja, ist für die Leute vorbei so. Ja, ne? Mann. Das ist echt heftig geworden heutzutage, Alter. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Das ist ja bei YouTube nicht anders. Und bei mir ist es ja genauso. Wenn ich jetzt einen Monat kein YouTube-Video raushaue, ja, ist es so, ey, Bro. Bei euch super schnell lebe ich, warum, ne? Warum haust du kein Video mehr raus? Was ist los, Bruder? Geht's dir gut? Kann man dir helfen? Lebenskrise, ja. Ja, ja, voll. Voll. Ey, ich will mal so ein bisschen auf das aktuelle Musikvideo von dir drauf eingehen, ja. So. Wurde ja jetzt leider ab 18 gestellt. Ja, schade. Hast du damit schon, hast du damit gerechnet? So? Ja, so ein kleines bisschen. Aber weißt du, als ich dieses, die Idee zu dem Video kommt von meinem Kumpel ADS und mir. Das ist ein Bamberger Junge, auch ein Rapper, von dem ich auch schon was auf meinem Kanal veröffentlicht habe. Wir wollten einfach so, wir sind beide auch Fans von dieser Sendung Black Mirror, wenn ihr das was sagt. Nee. Das ist auf Netflix, musst du dir mal angucken, ist übergeil. Und ja, irgendwie, keine Ahnung, wir wollten jetzt gar nicht, das Video sollte nicht unbedingt eine Kritik sein, sondern schon auch in einem überspitzten Maße irgendwie eine Darstellung von dem, was passiert, so, ne? Weil für mich ist es einfach schon auch absurd, dass sich kleine Kinder hinstellen, so, ne? Und anfangen, Twerk-Videos zu machen und dafür Likes ernten, so, ne? Dass Jungs sich irgendwie zu fünft mit einem Schlagen das filmen und hochstellen, ohne sich zu schämen, so, ne? All diese Sachen, das ist so, ich finde, das ist genauso viele Möglichkeiten, wie das Internet einem gibt, genauso viele komische Sachen passieren auch so, wo ich auch sage, ey, ich bin auch keiner, der sagt, das muss jetzt zensiert werden unbedingt oder das muss jetzt von außen, sondern ich denke, das muss von innen heraus. Irgendwie ist das eine gesellschaftliche Verantwortung, dass man sich selber darüber anfängt, Gedanken zu machen. Genauso wie sich Eltern darüber Gedanken machen müssen, was die Kinder gucken, ob die das in Ordnung finden, dass ein 14-, 15-Jähriger Videos auf dem Handy hat, wo Leute abgeschlachtet werden oder wo irgendwelche Gangbang-Pornos und so ein Müll, so, ne? Ob man das wirklich Kindern auch so zumuten muss. Und als Kind ist es total gefährlich, so, ne? Also das ist so immer ein Klick entfernt. Jedes Kind, was einen YouTube-Zugang hat oder Internetzugang, kann sich einfach jeden möglichen Müll reinziehen, so, ne? Und Kinder können das auch gar nicht differenzieren. Und ich will jetzt auch nicht so krass auf Moralapostel machen. Ich meine, ich habe Songs wie Lutsch meinen Schwanz und so gemacht, ne? Also es wäre jetzt auch ein bisschen albern. Und ich bin auch komplett für künstlerische Freiheit. Aber ich finde es trotzdem gut, auch mal da so ein bisschen vielleicht auch mal einen Anstoß zu geben. Kritik zu äußern. Ja, und deswegen ist das Video, es musste so hart dargestellt werden, ne? Also, dass ich jetzt neben jemandem sitze, der sich erhangen hat, so, ne? Das ist kein schönes Bild in dem Sinne. Das ist nichts, wo ich sage, ey, ich finde das geil, weil das ist so hart oder so. Sollte jetzt auch kein Rapper darstellen, der sich erhangen hat, sondern das sollte darstellen, ey, die Menschen sind sogar so weit, bereit, so weit zu gehen, dass sie sich das Leben sogar nehmen würden für die Likes, ne? Also, und im Prinzip ist es ja auch so, ne? Die Leute, die sind bereit, ihre Familien aufs Spiel zu setzen, so, oder ihre Beziehungen aufs Spiel zu setzen, nur damit sie Likes kriegen können. Weißt du, die filmen sich bei den seltsamen, Leute filmen sich, wie sie in Schießereien verwickelt sind, wie sie in Unfällen verwickelt sind, ne? Es gibt Videos, wo Leute aus dem Auto steigen, verletzt, und ihre toten Freunde auf dem Boden liegen und sie filmen ihre eigenen toten Freunde. Das ist ja kein normales Verhalten, Alter. Das ist ja... So, was, deswegen, denkst du, wo das herkommt, woran das liegt? Ach, Bruder, ich glaube, der Mensch ist einfach so, ne? Also ich glaube, wir Menschen, wir gehen immer an den äußersten Rand von dem, was möglich ist, so, ne? Also das ist halt auch so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ich finde das schwer zu sagen, so, man braucht klare Grenzen, aber auf der anderen Seite denke ich, wenn man keine klaren Grenzen hat, ist man bereit, alles zu tun, so, ne? Es gab einen Film früher, wo auch Robert De Niro mitgespielt hat, wo es darum geht, dass zwei Typen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, losgehen und Menschen erschießen, so, ne? Die fangen erstmal harmlos an und dann irgendwann erschießen sie die Leute und filmen die dabei. Und das wird übertragen im Fernsehen. Also, und ich glaube, der Schritt, dass zum Beispiel eine Hinrichtung übertragen werden könnte im Fernsehen, weißt du? Es ist kein Riesenschritt mehr. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass man in Amerika zum Beispiel, dass sie es schaffen würden, eine Sendung zu etablieren, wo sie sagen, ja, das ist, dient zur Abschreckung und das ist wichtig, dass wir das machen. So, ne? Alle Sachen, die wir vor 10 Jahren im Fernsehen und in Filmen noch absurd fanden, sind jetzt Realität geworden. Mittlerweile im Start, ja. The Purge. Die Leute sagen, das ist nicht möglich. Wer sagt, dass das nicht möglich ist? Es ist ein Gesetz, was verabschiedet werden müsste und nachdem sich die Menschen richten müssten. Und das alles zu ändern. Glaubst du, dass die Leute nicht auf die Straße, dass es nicht genug Verrückte gibt, die auf die Straße gehen würden und andere umbringen würden, weil sie denken, ja, das ist doch erlaubt. Ich darf das doch machen, so, ne? Darum sage ich, der Mensch ist immer bereit, an das Äußerste zu gehen. Wenn du den Menschen sagst, du darfst töten, dann tötet der Mensch. Nicht jeder, aber viele machen das so, ne? Und
keine Ahnung. Also wenn das jetzt so mein Mini-Beitrag dazu ist, da irgendetwas zu tun, so, ne, und irgendwie vielleicht auch ein, zwei Menschen anzuregen und dazu anzuregen, ein bisschen anders über eine Sache nachzudenken, dann finde ich, ist das schon ganz gut. Ja, sorry, ich habe mich mies voll gelabert. Nein, Mann, ist voll interessant, Digga. Ist für mich sehr, sehr interessant, deine Ansicht, was das angeht, so zu hören, weißt du? Ich finde aber auch, oder ich glaube aber auch, dass gerade diese ganze Like-Gesellschaft und diese ganze Zahlengeschichte und so, dass das auch, wie gesagt, viel damit zu tun hat, dass du jetzt deine Videos auf YouTube hochlädst und da jeder einen Kommentar schreiben kann, jeder liken kann, disliken kann, was ja damals bei dir nicht so war. Ja. Du hast einen Song auf MTV rausgehauen, da konntest du nicht kommentieren, da konntest du nicht liken. Das Höchste, was du machen konntest, ist dich irgendwie mit deinem Nachbarn oder mit dem neben dir oder in der Schule darüber zu unterhalten, ob das fresh ist oder nicht fresh ist. So. Und du hast dann vielleicht ein paar Kritiken, erwartest dann halt, oh, vielen Dank. Oh, danke schön. Eine super Obstplatte hier am Start gekriegt. Geh mal Shoutouts an den Laden hier raus. Maraschan. Cool, Alter. Vielen Dank, jo. In Tempelhof. Mittlerweile ist ja jetzt jeder Kritiker geworden. Deutschrap-Kritiker. Früher gab es ein paar Magazine, ein paar Journalisten, die da irgendwie mitgespielt haben. Heute sind es ja tausende Leute, die ein Feedback zu dir oder deiner Musik abgeben. Oder so. Zu deinem Foto auf Instagram. Ja. Ich meine, wie katastrophal ist es für eine Kinderseele, ein kleines Mädchen, was noch in der Entwicklung ist, dass wenn sie ein Foto von sich macht, dass sie von allen möglichen Leuten oder auch ein kleiner Junge, die dann von allen möglichen Leuten bewertet werden, so, ne? Selbst für einen Erwachsenen ist das schon schwierig, so, ne? Das zu ertragen, wenn jemand sagt, boah, bist du fett oder boah, bist du hässlich, so, ne? Mir ist das scheißegal, ich kann damit leben, dass ich einen fetten Bauch habe, so, die können die tausendmal kommentieren, so. Aber Dicker, wenn ich jetzt irgendwie ein 14-jähriger übergewichtiger Junge wäre und nicht so richtig wüsste, so, ne, was ist denn, und hier ein paar Pickel habe und dann kommentieren die, Alter, du fette, hässliche Sau, so, ne, das könnte schon mein Ego, hätte das auf jeden Fall nachhaltig beeinflussen können, negativ beeinflussen. Definitiv. Ich meine, auch wie viele junge Leute machen auch diese ganzen YouTube-Kram, was ich ja jetzt zum Beispiel auch mache und so, und sich dann auch, nee, aber sich dann auch darin irgendwie verlieren, so, weißt du, was ich meine, so, weil die nur noch für Social Media, nur noch von Story zu Story leben und nur noch von Video zu Video und von Likes zu Likes und von Kommentaren zu Kommentaren leben, so, ja, dass sie die Realität total ausblenden. So, weißt du, was ich meine? So, dass denen viel wichtiger ist, was die Leute in ihren Kommentaren schreiben, als das, was die Mama dir zu Hause sagt oder so. Weißt, ja, ich definitiv. Meine, so. Und bei der Entwicklung muss ich auch sagen, das sehe ich auch kritisch so. Selbst wenn ich selber auf der Plattform stattfinde, aber ich bin auch alt genug, um damit umzugehen und mir dann selber zu sagen, okay, was ist wie viel wert, so, weißt du? Aber ich habe auch schon irgendwann Punkte erlebt, wo ich gemerkt habe, dass ich mich zu krass von den Meinungen von Leuten, die ich nicht mal kenne oder sehe, beeinflussen lasse, so, weißt du, was ich meine, so. Deswegen fand ich es auch krass, wie du da das Musikvideo aufgemacht hast mit dieser YouTuberin, die dann gesagt hat, hier 500.000 Special oder irgendwie, wolltest du da auf was Besonderes hinaus, so? Hast du generell Abneigung gegen YouTuber? Nein, überhaupt nicht. Das war wirklich, das, wie gesagt, im überspitzten Sinne einfach darstellen, was wir bereit sind, so zu tun, ne? Ja. Und darum sage ich auch, ich nehme mich da nicht raus. Dicker, ich mache jetzt auch Insta-Stories, weil mein Kollege auch zu mir meinte, ey, das ist schon gut, wenn wir Content machen, so, ist das auch cool. Und das ist die neue Art auch für das Produkt oder in dem Fall für mich auch irgendwie zu werben. So, ne? Ist ja doch für die Fans geil, dich persönlich so im Tag so ein bisschen zu begleiten und so, weißt du? Ja, und darum sage ich, ich kann mich da nicht rausnehmen. So, ne? Ich bin nicht frei davon. So. Ich will jetzt hier auf keinen Fall das Moralapostel spielen so, und sagen, hier, das geht ja gar nicht so. Ne? Nee. Aber natürlich, der Anfang sollte natürlich auch ganz klar irgendwie das so extrem sein und das auch so extrem darstellen. Das war auch wichtig und ich glaube, die Message ist auch rübergekommen. Es geht nicht darum, dass ich sage, alle Influencer, alle YouTuber sind Wichser, die sollen sich alle eine Kugel geben. Blödsinn, ne? Aber vielleicht kann es ein Anreiz sein zu sagen, ja, okay, man guckt auch noch mal ein bisschen hinter die Kulissen, denkt darüber nach, auch was man da selber macht, ne? Selbst als Influencerin macht es Sinn, wirklich nur Schminkvideos von sich selbst, wenn man nur das kann, so. Gibt es auch Möglichkeiten, auch noch, weißt du, auch vielleicht zu sagen, ey, das ist aber auch nicht alles so, ne? Und auch mit dieser Verantwortung, die man besitzt, auch, ja, vernünftig umzugehen. Natürlich. Und vielleicht mit deiner Reichweite sogar auch versuchen, irgendwie was vielleicht auch sogar zu verändern, was anzusprechen. Gesellschaftskritisch auch sein, ja. Ist kein Krampf, muss nicht, aber es wäre nicht verkehrt, Alter. Ja, definitiv. Deswegen versuche ich es auch immer. Aber wenn wir schon bei Influencer und Insta-Stories sind, ich mache jetzt hier einmal kurz eine Insta-Story-Fragerunde, damit die Leute hier am Ende vom Interview auch noch ein paar Fragen stellen können. Dann gehen wir noch ein paar Fanfragen durch. Ja. So, yo, was geht ab, Freunde? Ich bin hier im Café mit King Kool Savas. Ist mir eine Ehre auf jeden Fall. Wenn ihr Bock habt, stellt mal jetzt eine Frage hier oben rein. Wir werden die am Ende vom Interview beantworten. Peace. Das poste ich mal kurz rein hier. Ja, wo wir noch bei dem Thema sind, ich würde mal interessieren, guckst du irgendwelche YouTube-Sachen so?
Also wenn wir so bei Influencer YouTube sind und so, wenn du zu Hause bist, wenn dir langweilig ist, flashe dir manchmal irgendwas rein, so YouTube-mäßig so? YouTube relativ wenig so, ne? Aber ja, ich gucke so on demand so, ne? Ich gucke das, worauf ich gerade Bock habe. So, ich gucke viel Autotests und so ein Blödsinn, ne? Aber es gibt auch Momente, zum Beispiel, wenn ich was im Fernsehen sehe und über das Thema mehr rausfinden möchte, so, ne? Dann kann es schon sein, dass ich dann, keine Ahnung, irgendwas über Bergwanderung oder über Extremsportarten oder so, ne? Und leider Gottes, gebe ich auch zu, gucke ich auch diese ganzen Fail-Compilations und so, ne? So Zeug, wo man eigentlich auch sagt, ey, eigentlich will ich darüber nicht lachen, aber stellenweise ist es lustig und manchmal ist es auch übel, so, ne? Aber ich gucke auch viel Worldstar-Hip-Hop, so, ne? Also, was heißt viel? Ich informiere mich da einmal die Woche, gehe drauf, gucke alles durch, so, ne? Okay. Bei oder hier Dein Update gucke ich auch so, ne? Wer hat was released, was für ein Video gibt es, wie klingt es so, einmal ja, informieren so. Aber ist jetzt, ich bin jetzt nicht so krass in diesem YouTube-Ding. Interessierst du dich noch für andere YouTuber so? Ist das für dich ein Großthema? Nee. Sehr wenig. Okay. Ich muss halt auch wirklich zugeben, dass es halt auch nicht sehr viele gibt, die man sich so reinziehen kann. Okay. Also für mich persönlich, jetzt bin ich auch 28 Jahre alt, ich ziehe mir jetzt irgendwie nicht viele Sachen rein. Es gibt so 2-3 Stück. Mois, weiß nicht, ob du Mois schon mal gesehen hast. Mois ziehe ich mir ab und zu rein, weil der macht ja so Rap-News auf witziger Basis so. Ja. Und Bodyformers ziehe ich mir ab und zu rein. Der macht so diese Comedy-Sketches so auch ab und zu. Barry ist es doch. Ja, genau. Das ist ein Kumpel von meinem Bruder. Ja, genau. Sowas finde ich cool, weißt du, sowas kann ich mir reinziehen. Aber so typisch YouTube-Influencer-Sachen. Ja, korrektiv. So. Wir sind ja auch keine kleinen Mädels. Ja, wollte ich gerade sagen. Kennst du YouTuber, die rappen? Hast du schon mal von YouTubern gehört, die rappen? Hast du schon mal irgendwas reingezogen oder gesehen? Oder? So? Ja. Der Dings hat doch gerappt. Hier, Bibi. Ja, die. Nee, hat sie gerappt oder gesungen? Ja, die hat so popmäßig. Ja. Hast du jetzt reingezogen oder was? Ich hab den Song einmal gehört, weil da so ein krasser Shitstorm war. Ich glaube, ich war echt auf Bild.de dummerweise und hab das dann so echt geklickt und ich so, okay, also informieren und weiter. Nee, nicht besonders. Wer rappt denn? Hier, wie hieß er jetzt nochmal? Der eine Junge, der jetzt so diese krassen. Aber das kenne ich durch Dein Update, ne? Durch Rap-Update, dieser Junge. Miguel Pablo. Ja, der so krasse Dislikes bekommen hat, so, ne? Ja. Wo die meinten, das wäre jetzt so spektakulär, dass er jetzt 125.000 Dislikes ging. Guck mal, ich merke mir sogar so eine doofe Zahl, Alter. Dieses Lied habe ich gesehen, dieses Berlin stirbt oder was war das? Ja, genau. War auch gruselig, Alter. Auch so ein Thema ist eigentlich, hast du dich mal mit dem so ein bisschen beschäftigt? Hast du da noch mal ein bisschen mehr geguckt oder so? Nee, ich habe da nur da in den Comments, ich bin da so kurz, weil ich habe das selber nicht verstanden. Ich habe auch diese Musik für mich persönlich nicht verstanden, weil das war so voll der Ansagentext mit Beleidigungen und so. Und gleichzeitig waren da aber voll viel kleine Kids im Video so. Und das hat gar nicht zusammengepasst. Ne? Ja, das war so, ich war verwirrt und ich dachte, das wäre so ein Kunstprojekt. So, ne? Ja. Und für so einen kurzen Moment dachte ich auch, krass, der hat es echt geschafft, mich zu schocken. Ja. Der hat mich eigentlich mehr geschockt als mein eigenes Video. So, ne? Und ich habe schon versucht zu schocken. Aber, man, no disrespect, ich kenne den nicht, ich habe keine Ahnung, was der macht, aber ich habe dann gelesen, dann standen Sachen, ja, der ist doch ein Psycho und der geht in die Klapse und irgendwelches Zeug. Ja, der ist tatsächlich durch diese, also der war hauptberuflicher YouTuber und auch relativ jung so und hat dann tatsächlich irgendwie eine Psychose gehabt und war wirklich durch eine YouTube lange Zeit, aber? Ja, durch diese ganze Öffentlichkeitsgeschichte und hat anscheinend auch Alkohol und Drogen konsumiert so. Und ist dann durch diese ganzen YouTube-Sachen halt wirklich in der Klapse gelandet. So. Und das ist halt schon heftig, Mann. Alter. Das ist schon ein abschreckendes Beispiel, Alter. Da kann natürlich, ich weiß nicht, was da jetzt noch da daraus wurde, aber... Ja, das ist schon sehr abschreckend. Da muss ich auch sagen, gerade an die jüngeren Leute, so, wenn die anfangen mit YouTube und so, dass die sich wirklich nicht in dieser Welt verlieren und gucken, dass sie irgendwie in der normalen Welt auch noch bestehen bleiben. Ja. Und sich nicht dazu krass reinsteigern in diese ganze Influencer-YouTube-Geschichte. So ist, aber ne? Wer rappt denn noch von YouTubern? Weil du gefragt hast nach Rap-YouTubern. Mert, hast du von Mert schon gehört? Ja, natürlich. Mert war früher YouTuber und macht jetzt Mert Rap-Song? Macht das doch vernünftig. Der hat doch eine gute, das englische Wort ist Transition auf Deutsch. Genau. Ich weiß nicht. Der hat so diesen Übergang gut geschafft. Ja, so. Das hat er gut gemacht, auf jeden Fall. Ja. Und der hatte auch, ich habe so ein paar Sachen gesehen, so mit seiner Box und so weiter, ne, dass er dann da dieses Döner-Ding drin hatte und so. Fand ich witzig irgendwie. Der hatte auch, glaube ich, eine Shisha drin. Ne? In der neuen Box hat er jetzt 90% meines Hip-Hop-Wissens kommt von deinem Update. Dein Update, so, was? Schon ein richtiges Dein Update. Okay, krass, Alter. Das ist nee, krass. Doch, Mert hat das gut gemacht. Ich glaube, Apo Red war auch ziemlich bekannt. Ne? Genau. Und auch als Rapper. Ich glaube aber, er ist nicht so gut angekommen als Rapper, oder? Ja, weil er halt auch nicht also krasse Klicks, aber in der Szene überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Weil er hat den Move auch anders gemacht. Also der hat jetzt nicht gesagt, ich höre jetzt auf mit YouTube und ich will jetzt ernstzunehmender Rapper sein. So. Der hat halt einfach ab und zu mal einen Song rausgehauen.
relativ, ja, die Leute haben gesagt, auch relativ unauthentisch so, hat dann halt Gaming-Videos gemacht und dann aber in seinen Rap-Songs erzählt, was für ein krasser Motherfucker er ist, so, das passt halt irgendwie nicht so krass zusammen, weißt du? Wen gibt's denn noch, Alter? Ansonsten habe ich auch gar nicht mehr so viel auf dem Schirm. Hm. Nee, wen gibt's noch? Du bist der nächste Bruder, du übernimmst bald einen. Du startest durch. Machst du Mucke? Ja, so ein bisschen. Ah, okay, ja. Top. Aber nicht in der Öffentlichkeit so, ich mach das so mehr für mich. Du bist doch gut, dann erstmal so ein bisschen vorbereiten. Denergy kenne ich noch. Ah, der singt. Denergy. Ja. Aber der rappt auch, der hat doch diesen Fortnite-Song gemacht. Ja? Ja, den fand ich sogar ziemlich dings. Der war sehr, hat er sehr vernünftig gemacht, Alter. Ja, schöne Grüße. Was mich immer interessieren würde, was denkst du denn, hat, also ich unterhalte mich auch oft mit Nico Nuevo, kennst du? Ja, ja, klar. Ich unterhalte mich oft mit dem über R&B in Deutschland so. Ja. Und mich würde mal interessieren, was deine Meinung dazu ist, ob sich R&B langfristig in Deutschland noch etablieren kann und umsetzen kann, weil du bist ja auch jemand, der schon frühzeitig deutschen R&B supportet und gepusht hat. Ganzes so alleine Album gemacht mit Mo, ne? Genau, wollte ich gerade sagen, allein mit Mo Mitchell, wo ich jetzt auch mal gerne nachfragen würde, warum hat der Bruder nie eine eigene Platte rausgebracht, so? Weil der hat mich krass auch geprägt mit dem Song Krone, Alter. Boah, Digga, da war ich 18 so nach dem Abi, wusste nicht, was ich machen soll und hab mir den Song wirklich tausendmal hintereinander reingezogen, so. Ja, sind ja zwei Fragen, ne? Also zum einen, ich bin selber total schockiert und verwundert, warum R&B in der Form, in der ursprünglichen R&B-Form, sich in Deutschland nie etablieren konnte, so, ne? Ich finde es übertrieben schade. Ich gebe zu, ich war früher voll der Rap-Nazi, ne? Am Anfang voll nur Underground-Rap gehört und ich konnte mich irgendwann nicht mehr dagegen wehren. Ich habe dann tatsächlich angefangen, R. Kelly zu hören, so, ne? Weil ich es einfach viel, viel entspannter fand, gerade bei langen Autofahrten. Ja. Und habe dann so eine... Danke dir, Bruder. So eine Passion dafür entwickelt, so, ne? Und habe echt angefangen, mich mit R&B auseinanderzusetzen. Ich habe da viel gehört, so, ne? Von Mary und alles Mögliche, ne? Alicia Keys Standard, so, ne? Und damals auch so Jagged Edge und so Sachen? Nee, das war mir. Das war Slow Motion? Ja, aber die waren ja auch teilweise so, das war dieser bisschen so P. Diddy-Sound, so, ne? Yeah. Das war schon sehr, sehr bling-blingig. Ich mochte es schon, wenn es auch so eine melancholische und auch deprimierte. Weißt du, Alicia Keys war immer so traurig mit dem Piano, so, ne? Das mochte ich immer so. Und natürlich auch textlich war die schon auch besonders. Aber auf Deutsch, also. Und das Komische ist ja auch, manchmal ist es so ein kleiner Schritt, ne? Also, Adel zum Beispiel, wenn er ein bisschen mehr R&B wäre, hätte ich gedacht, vielleicht hätte er keinen Erfolg gehabt. Aber sein Sound war dann doch deutsch genug, sage ich mal, deutsch, ne? Yeah. Dass die Leute gesagt haben, ey, das cool, das kann ich mir geben, so, yeah, ne? Yeah. Genauso Andreas Burani, so, ne? Das sind, oder Xavier. Das sind alles Jungs mit krassen Soul-Stimmen, so, ne? Die aber wahrscheinlich, wenn sie klassischen Soul und R&B nach amerikanischem Vorbild machen würden, vielleicht, oder gehe ich von aus, in Deutschland nicht erfolgreich wären oder nicht so erfolgreich, wie sie sind. So, ne? Also, woran liegt das? Ich weiß nicht. Oh, aber jetzt kommt das Komische. Die Rap-Tracks, die jetzt gesungen sind und die auch offensichtlich auch teilweise Dinge vom R&B übernehmen, so auch ältere Melodien, so, ne? Die hörst du ja immer wieder. Jemand, der dann irgendwie seit 20 Jahren Musik hört, so, ne? Der hört dann jetzt Melodien, wo er sagt, Dicker, das ist eine Weiterführung von dieser Melodie, die ich damals schon mal gehört habe bei 112 oder bei was auch immer, so, ne? Und die Sachen funktionieren ja. Also sowas wie, weiß ich nicht, ne? Also das ganze gesungene Zeug, das ganze Autotune-Ding funktioniert ja. Aber es darf den Leuten, ich habe das Gefühl, die wollen nicht, dass es zu soulig wird. Ich meine, Nico macht ja auch R&B so, ne? Ja, voll. Und gerade seine älteren Sachen sind ja auch sehr, sehr R&B-lastig. Ich habe mich auch immer gewundert. Berlin zum Beispiel, eins meiner Lieblingstracks von Nico auch so. Ja, der hat ein paar super Songs, sehr starke Dinger. Ja. Ich habe mich immer gewundert, Alter. Er hat auch Mitchell ja auch, was für eine schöne, geile Stimme der hat. Wir haben ja ein Album zusammen gemacht, ne? Genau, das war die zweite Frage. Und wir haben das damals bei Optik rausgebracht. Ne? Ich muss auch zugeben, als Label ist es auch wirklich schwer so, weißt du, dieses ganze Ding mit dem Markt, weißt du, ich verstehe den Markt, ich bringe was raus, ich platziere das. Das ist auch eigentlich so ein bisschen so wie Roulette spielen. So, ne? Wenn du Glück hast, hast du Glück, wenn du Pech hast, hast du Pech. Und das war wirklich sehr, sehr schwierig, dieses Ding zu platzieren. So, egal wie oft ich auch meinen Fans das gesagt habe, ey, das ist krass, ich feiere das zu Tode. Ne? Ich dachte, wenigstens das würde so ein bisschen die Leute dazu anreizen. Ne? Genau, ja. Dass sie sagen, ey, wenn Savasch es feiert, ich feiere Savasch. Wenn er es feiert, dann muss es geil sein. Ja. Ich meine, ich habe da ja gesessen, wir haben da ja ein Jahr lang dran gearbeitet. Wir haben ja Texte geschrieben, weißt du, Frankie, ich, Mo zusammen, Mel hat die Musik gemacht und wir haben natürlich ein paar tausend Dinger verkauft, aber das war jetzt nicht das, was ich mir für Mo auch gewünscht hätte, dass er wirklich losziehen kann und eine eigene Tour spielen kann vor 2000 Leuten. So, ne? Und das war dann auch der Grund, warum er für sich gesagt hat, kein
Solo-Tape mal rauszuhauen, oder was? Doch, er hat danach auch noch Solo weitergemacht. Ich bin auch noch als Feature auf seinem letzten Solo-Album auch drauf, so. Aber er hat dann halt... Okay, da habe ich leider nicht mitbekommen. Ja, er macht das jetzt überwiegend halt auch auf eigene Faust. Und natürlich, wenn er was von mir braucht, wenn er Hilfe benötigt, dann bin ich da auch am Start. Und Mo ist ein sehr positiver und sehr starker und korrekter Mann. So, ne? Also der ist jetzt auch keiner, der rumgeht so, ne? und rumbettelt. Ich meine, der kennt auch Gott und die Welt. Der könnte auch von jedem ein Feature kriegen. Aber der ist ein korrekter, stolzer Typ, der sagt, ey, so, weißt du, wenn die Leute mit mir Musik machen wollen, bin ich offen so, aber ich gehe jetzt nicht hin und lutsch jetzt jedem einen, damit der unbedingt, weißt du? Drück mich da jetzt so rein. Aber wenn er mich fragt als Bruder, ne, bin ich sowieso immer am Start so, und wir werden immer Musik zusammen machen. So, er war ja auch auf dem Essadamus war er auch drauf und wie gesagt, ich war auf seinem Album. Ich hoffe, dass das sich ändert, dass die ganzen Jungs noch einmal alle durchstarten können hier. 100%. Ich find's auch echt schade, dass dieses R&B-Ding noch nicht hier so richtig durchknallt. Was mich mal interessieren würde, ist so, was denkst du so, wer sind so deine Nachfolger so? Was würdest du jetzt sagen, sagen wir Battle-Rap-Nachfolger so? Ich glaube, Battle-Rap als Sparte und als Stil ist auf Platte fast ausgestorben, würde ich denken so, ne? Es ist überwiegend, es wird jetzt anders gebattelt, also die Dinge, mit denen man sich profiliert, sind anders. Ich profiliere mich darüber, dass ich sage, ich bin der beste Rapper so, ne? Ich hab den geilsten Flow, ich hab den geilsten Style, ich hab den geilsten Vergleich, ich hab die geilste Stimme, was auch immer so. Ne? Dinge, die nur mit meiner, in Anführungsstrichen, Kunst oder mit meinem Handwerk zu tun haben. Aber natürlich gibt es 95% der Leute, die sagen, ey, ich profiliere mich über mein Auto oder ich hab das geilste Auto, ich hab die geilste Olle, ich hab das geilste dies, ich hab das geilste das. Also daher, das ist ja auch eine Art von Battle so, ne? Du machst eine Welle so, du fühlst dich cool, was ja auch irgendwie zu Rap gehört so und... Aber jetzt so Battle-Rap im ursprünglichen Sinne, keine Ahnung. Würdest du das, was Kollege macht, als Battle-Rap bezeichnen? Ja, mit Sicherheit. Und das ist ja schon Battle-Rap, würde ich jetzt mal sagen so. Ja, ich denke schon. Auch natürlich auch stellenweise mit Straßenelementen so, ne? Aber doch, klar. Mit dem Unterschied, dass er das auch sehr stark natürlich auch mit seinen Vergleichen und so gemacht hat. Ne? Also wie gesagt, ich glaube schon, dass man sagen kann, entweder... Mir gefällt das bei Savage besser, das gefällt mir bei Kolle besser und ich glaube auch, dass wir wahrscheinlich schon mit großer Wahrscheinlichkeit auch eine unterschiedliche Fanbase haben. So, ne? Aber im Prinzip, ich würde nicht sagen, dass das jetzt total fremd ist. So, ne? Also ich würde nicht sagen, dass das eine ist das komplette Gegenteil von dem anderen, überhaupt nicht. So, ne? Also der hat einen eigenen Geschmack an Beats. Und ich sehe auch viele Parallelen. So, ne? Er hat einen Geschmack am Beats, der sich irgendwie kontinuierlich so wiederholt, wo du merkst, das ist sein Stil. Mhm. Und genauso ist es bei mir auch. Ich achte sehr drauf, was für Beats ich nehme. So, ne? Und ich habe keine Lust, einen Beat zu nehmen, den jemand anders auch verwendet hätte. So, ne? Sondern ich möchte einen Beat nehmen, wo man sagt, das ist ein Savage-Beat. Ja. Genau, das ist sein Style. So. Der Beat soll sein, so wie meine Stimme sein. So. Mhm. Und so wie mein Flow sein, einzigartig. Und ich denke, bei ihm ist es auch so. Er hat dieses ganze epochale Thema so, ne, mit den ganzen großen Arrangements und diese Streicherbeats und so ein bisschen kühle Sound so. Ne? Das ist jetzt nicht so. Das ist jetzt nicht so 90s Hip Hop, sondern eher so ein bisschen. Ein bisschen kälter so, weißt du, so wie die ganze Phase, die nach so Rough Riders und so gekommen ist, vom Sound her ein bisschen. Und das hat er ja voll durchgespielt so. Ne? Das ist so sein Ding und das. Daher, ich würde nicht sagen, dass das sich total widerspricht oder so. Ja, also insofern würde ich auch denken, das ist Battle-Rap, was er macht, ja, definitiv. Der hat dir auch Props gegeben im letzten Song, hast du es mitgekriegt? Ja, den Song habe ich gehört, Alter. Dankeschön an der Stelle, schöne Grüße. Und auch von meiner Seite, auch wie gesagt, ich finde das bewundernswert, wie er das über die Jahre und mit wie viel Hate er auch natürlich klarkommen musste. Ne? Und ja, wie er das über die Jahre da am Ball geblieben ist und... Was ich auch, das habe ich aber damals sogar schon mal in einem Interview gesagt, selbst als wir jetzt vielleicht nicht besonders gut aufeinander zu sprechen waren oder so. Und ich meine, wir hatten auch nie wirklich einen tiefgehenden Zwist oder so. Aber da habe ich auch schon gesagt, ich bewundere das und ich finde das cool an ihm, dass er mit einigen Themen sehr furchtlos umgeht. Ne? Er steht zu seiner eigenen Meinung und das ist etwas, das ist eine Tugend. So, ne? Das heißt nicht immer, ich sage nicht, dass... Ich weiß noch nicht mal jetzt zu 100%, was seine Ansichten sind in jeder politischer Hinsicht oder sozialer Hinsicht oder was auch immer. Aber ich finde, für mich ist das ein Charaktermerkmal, wenn einer zu sich selber steht und wenn einer zu seiner Meinung steht und wenn einer sagen kann, ey,
das und das und das. Für euch mag das aussehen wie ein Widerspruch. Für mich ist das okay so und für mich ist das richtig. Und ich mache dieses und jenes so. Ne? Und ich habe damals auch gesagt, diese Palästina-Doku, so, ne? ich fand das mutig von ihm. So, ne? Also er hätte sich da auch sehr, sehr viel und hat er bestimmt auch an manchen Ecken und Kanten, hat er sich da auch Türen mit zugemacht und andere Türen auch wieder aufgemacht. Daher Props an dieser Stelle, Alter. Respekt. Cool, Alter. Bei mir im Interview hat auch Flair dir krasse Props gegeben und hat auch so erklärt, dass dieses Carlo Cooks Nutten-Ding auch voll an dieses Flows Host Monedos angelehnt Host, war. Host Monedos, West-Berlin Maskulin. Ja, genau. Kann man sich da featuremäßig was vorstellen, vielleicht in Zukunft? So? Ne, wir haben ja schon einen Track gemacht, ne? Bei Flair und mir. Ich glaube, das Problem ist, dass wir einfach niemals den gleichen Beat picken werden. Ja. Ich erinnere mich an unser Feature, das war einfach so krank. Wir haben, glaube ich, echt 4-5 Stunden damit aufgebracht, ein Beat zu suchen. So, ne? Weil alles, was ich wollte, hat er gesagt, Dicker, das klingt wie aus der Steinzeit. So, ne? Und alles, was er wollte, habe ich gesagt, ey, darauf rappe ich nicht. So, ja. Das ist nicht mein Geschmack. So, ne? Ja. Aber ich finde, Flair ist ein cooler Typ. So, der macht sein Ding auch erfolgreich, zu Recht erfolgreich mittlerweile so, ne, und der hat sich da voll durchgebissen und ja, Dicker, ich gönne eh jedem alles so, ne, und also für mich ist das Ding so, und Flair macht das schon ordentlich, Alter, der macht das schon cool, so wie es. Könntest du dir mal vorstellen, so richtig auf so einen neuen Trap-Beat zu flowen, so? Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, so ein bisschen auch mal so sowas zu machen? So? Ich rap auf alles, was ich geil finde. So? Ja, ich rap auf alles, was ich geil finde, aber vielleicht rappe ich in 10 Jahren auf einem Beat, wo man heute gesagt hätte, das ist ein Trap-Beat. So, ne? Also ja. Ich habe jetzt auf dem Album auch Dinger, die moderner sind. So, ne? Mhm. Und ich meine, der Beat von KKS, wenn du den hörst, so, wenn ich darüber gesungen hätte mit Autotune, würde es klingen wie ein Trap-Song. So, ne? Der ist sehr modern, die Drums sind super modern. So, ne? Aber für mich, ich sage dir ehrlich, was mein größtes Problem ist bei Beats, ne, heutzutage, ich brauche so, die müssen rollen. Das ist so wie bei meinem Style. Wenn ich rappe, ich rappe teilweise ohne Punkt und Komma, weil ich voll. Das selber mag. So, ne? Ja. Ich mag das, wenn es da. Das gefällt mir einfach. Und bei einem Beat, ich hasse das, wenn zum Beispiel zwischen Bassdrum und Snare so unendlich viel Platz ist. So, ne? Pause. Also, ja, so. Und dann auch noch langsam so, ne? Und dann. Das ist mir einfach, also, da werde ich auch so ein bisschen verrückt bei so, ne? Das macht mich irre. Das ist aber nur ein persönlicher Geschmack und das ist nicht so, dass ich sage, also ich höre selber Drake so, ne? Ich liebe Drake total und deswegen, es ist nicht so, dass ich das ablehne, aber es ist einfach auch nicht so krass mein Taste. Aber ich habe gehört jetzt, alle haben gesagt, die 90, 95 BPM Beats, die kommen jetzt zurück, es wird jetzt alles schneller. Daher, ich glaube, in Zukunft wird es für mich auch wieder leichter, von Produzenten Beats zu picken, weil die jetzt wieder, und auch wenn ich eine Ankündigung mache, ich sage immer, Leute, bitte schickt mir keine Beats, die unter 90 BPM sind, weil ich rap nicht gerne auf langsame Beats. So. Ja. Alter, würde ich mir gerne mal vorstellen, so auf so einen neuen, aktuellen Flair-Beat mal so ein Savage-Flow, Digga. Also könnte ich mir schon vorstellen, Alter. Schauen wir mal, wie es kommt. Wie lange willst du noch Musik machen, Bro? Jetzt kommt ein Album nach 20 Jahren Rap, KKS. Geht's Richtung Ende zu oder ist für dich so, nee, Mann, ich habe noch so viel Leidenschaft, ich muss noch viel rauslassen. So. Ich bin ganz ehrlich zu dir, ich habe wirklich gestern ernsthaft darüber nachgedacht und habe mich selber gefragt, ob ich mich so fühle, dass ich überhaupt die Sache beenden könnte so. Das ist für mich ist es unmöglich, keine Musik zu machen. Ich liebe Rap. Ich glaube wirklich, dass ich zum Rappen geboren bin so. Für mich ist das meine absolute Passion, Alter. Und ich mache das wirklich mit Hingabe, auch wenn ich währenddessen mich kaputt mache und am Mikro schwitze und danach heiser bin und voll fertig mit den Nerven, weil ich irgendwie 3 Stunden an einem Verse irgendwie gefeilt habe. Das ist trotzdem etwas so. Die Befriedigung, die ich da rauskriege, kriege ich bei nichts anderem so, ne? Also es gibt wenig Sachen, für die ich genauso viel Leidenschaft empfinde, so, ne? Wie für Rap. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht der erste deutsche Rapper bin, der mit 65 noch rappt, so. Wer weiß das schon, ne? Solange ich nicht sterbe, ich kann bestimmt dann nicht meine alten Texte mehr rappen, das wird zu anstrengend sein, aber dann werde ich andere Sachen schreiben, die einfach entspannter sind, so, ne? Ja. Und ein bisschen weniger Worte benutzen. Ja, aber ich setze mir da kein zeitliches Limit, Alter. Krass, Alter. Hast du mal eine krasse Downphase gehabt oder so in deiner Karriere? Downphase? Im Sinne von, boah, ich weiß nicht, ob es jetzt noch weitergeht. So, ich bin irgendwie vielleicht auch aus privaten Gründen gerade so gefickt, dass ich keinen Bock mehr habe. So, ich weiß nicht, ob ich weitermachen soll. Der Erfolg ist vielleicht nicht da. Vielleicht, wo Streaming kam und die Zahlen nicht mehr da waren. Oder keine Ahnung. Irgendwie. Das war nie der Fall. Ich bin bis heute lustigerweise mit jedem Album hatte ich mehr Erfolg als mit dem Album davor, mehr oder weniger. Also, Märtyrer war erfolgreicher als Aura.
Aura war erfolgreicher als was war ich davor? Total Lebendig. Total Lebendig war erfolgreicher als was auch immer. Und also an Erfolg möchte ich das überhaupt nicht festmachen. Was ist denn Erfolg? Erfolg ist für mich, davon leben zu können, das ist für mich schon ein Riesenerfolg. Und ja, tatsächlich auf einer Bühne zu stehen, so, ich habe jetzt, letztens habe ich irgendwie 2 Shows hintereinander an einem Abend gespielt, so, und die Leute hatten Bock, das war irgendwie 900 Kilometer von zu Hause entfernt und ich sehe wildfremde Menschen, die für mich wie Familie sind, die mit mir zusammen meine Dinge abfeiern, so, und die meine Texte kennen und fühle mich bei denen zu Hause. Und da habe ich auch gesagt, ey, das ist so, man muss so krass dankbar sein, so, ne, diesen Job machen zu dürfen, auf diese Art und Weise und davon die Menschen auch noch ernähren zu können in deinem Umfeld, so, ne, und irgendwie auch was damit zu bewirken, das ist ein großes Geschenk, Alter. Schön, Mann, Alter. Schön, wie du das sagst. Auf jeden Fall muss man dafür dankbar sein, Alter. Bro, ich habe eine Live-Reaktion von der Straße vorbereitet. Ja, ich bin gespannt, Alter. Jetzt, wie gesagt, Alter, wir ziehen uns mal rein, was die Leute auf der Straße gesagt haben. Du bist Vegetarier, wa? Ja, Mann, seit 20 Jahren schon. Ey, hab ich auch gesehen. Oh, du hast ein uralt Video rausgehauen, Alter. Ja, Mann, ich hab ein richtig altes genommen. Krass. Die Armen, die denken jetzt, das ist mein aktuellstes Lied. Die sagen, was ist denn das für einer? Die meisten kennen dich doch auch. Weißt du? Ja. Wir kommen langsam auf die Sache. Ihr glaubt, Rap sei tot, doch ich merk, ihr beherrscht jetzt perfekt mein Flow. Bruder, das ist ja schon Todesalben, ne? Hat er dich auch ein bisschen geprägt in deiner Musik oder so? Auf jeden Fall, also die John Bello Story 1, 2, 3, Brainwash und so, ich kenn alles von Savage. Ob er sich vielleicht ein Future mit Bushido vorstellen könnte. Wie läuft das eigentlich Backstage mit den Bitches ab? Wie ist dein Name? Rakim. Azad. Ja. Rakim und Azad sind am Start, I like that, man. Big ups to you for that, to making it live across the ocean. Let me see you go. Das ist immer so mein Intro. Aber ist Dings da? Berlin Mall. Ja. Ja. Mall. Kannst du auch jederzeit hier Stopp drücken, ne? Okay. Wenn du was sagen willst oder so. Oh shit, man. King Kool Savage in Mall. Come on, das ist ein Intro. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem more fucking weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal hier, man. Arab! Was geht ab, Bruder? What's going on here, man? Ich stehe hier gerade vorm Schnee, Mann, Digga. Und zwar machen wir heute mal wieder eine Live-Reaktion von der Straße für ein Comments-Café-Interview mit niemand Geringerem als dem King of Rap höchstpersönlich. Einer der Väter von Deutschrap. King Kool Savage, Alter. Ich bin stolz auf jeden Fall, dass ich das Interview machen darf. Der Bruder hat die Türen aufgemacht für einige Deutschrapper, die heute am Start sind. Und deswegen hat er Respekt verdient. Ja, Mann, jetzt holen wir mal ein paar Reaktionen von Berlin rein zu alten Songs von ihm. Ich wollte eigentlich den neuen Song nehmen, aber der wurde YouTube leider ab 18 gestellt. Deswegen muss ich ältere Songs nehmen. Was aber auch sehr interessant ist. Fragen mal ein paar Leute auf der Straße, was sie dazu sagen, Freunde. Jetzt würde ich sagen, let's do it, man. Yes, Fellas, was geht ab? Wir sind hier gerade bei Ladies Barbershop. Einmal auf Lady draufkommen, alle. Kommt hier vorbei auf jeden Fall, Alter. Bester Barbershop in Berlin. Und ich habe hier Chris Parker getroffen. Wee. Bruder, was geht ab? Alles Bro, gut, wie geht's dir? Alles stabil, Bruder. Alles stabil, Bruder. Wie geht's gut? Haare fresh gemacht, ne? Wicker, du weißt already, macht alles nochmal richtig. Du weißt, geil. Er kennt sein Handwerk. So. Geil. Chris, auch Newcomer-Rapper auf jeden Fall aus Berlin am Start. Checkt den aus, Digga. Hat schon ein paar geile Singles draußen. Geht da auf jeden Fall mal rauf. Digga, ich mach gerade Interview mit Savage. Kennst du Savage? Natürlich kenne ich Savage. Wer kennt Muss man Savage? Kennen. Ja, sowieso. Normal, Alter. Ja, Mann. Standard. Hat er dich auch ein bisschen geprägt in deiner Musik oder so? Auf jeden Fall. Also die John Bello Story 1, 2, 3, Brainwash und so. Ich kenne alles von Savage. Also, ja, Mann. Ist noch nicht gestorben. Ja, feier ich. Ich zeig dir einen alten Track von Savage. Kennst du vielleicht schon? Du reagierst mal drauf, ein bisschen sagst deine Meinung. Kann ich machen, Penny. Und am Ende kannst du ihm auch noch eine Frage dann stellen, Bruder. Hi. Geil, Digga, die Klamotten doch damals, jo. Ja, Mann. Voll geil. Wir kommen langsam auf die Sache. Ihr glaubt, Rap sei tot, doch ich merk, ihr beherrscht jetzt perfekt mein Flow. Check mein Flow, während du kein... Yes, yo, alle. Kannst du die Track schon? Nice, Alter. Also ganz ehrlich, ich bin erst später dazu gekommen so. Ja, aber ich mag so dieses alte, roughe, so, weißt du, ich meine, kennst du das, wenn man noch so jung ist, so, weißt du, und du jung und hungrig. Ja, und das hat man rausgehört. Aber dicker Kool Savage ist Kool Savage. Unikat, Bruder. Geil. Safe. Geil. Ey, ich mach gerade, wie gesagt, ein Interview mit dem Bruder, Digga. Hast du irgendeine Frage an Savage, Digga? Was würdest du ihn gerne mal fragen, so? Ja, Mann, ich würde mal gerne fragen. Also er ist ja schon lange im Game und da wollte ich Savage fragen, was ist so sein Erlebnis, was er so, was bis heute noch in seinem Kopf geblieben ist. So, ich weiß, ja, von damals auf jeden Fall, von seiner ganzen Karriere, was ist bis heute noch so in seinem Kopf geblieben, was ist so sein, was so sein Highlight war, oder? Auf jeden Fall. Highlight deiner Karriere, Bro. Was war der Highlight für dich so? Gute Frage. Du sagst, Digga, das wird für immer in meinem Kopf bleiben, so dieser Moment.
Es gibt so, also die Momente, die mir am ehesten in Erinnerung bleiben, sind tatsächlich die Sachen, die ganz früher passiert sind, weil alles, was du zum ersten Mal erlebst, ist total intensiv, ja, so, ne? Und danach wird es in Anführungsstrichen zur Normalität, so. Das Ding, als wir den Kometen gewonnen haben und angetreten sind gegen absolute Beginner und ich weiß nicht, wer da noch war, Dynamite Deluxe oder wer auch immer, und ich so quasi als Underdog dahin gegangen bin, ne, und echt null damit gerechnet habe, so. Und dann habe ich auf einmal diesen Preis gewonnen, so, ne, und musste so eine kurze Rede halten. Ich war vollkommen unvorbereitet. Wie alt warst du? Ich weiß nicht, das war nach dem, das muss 2003 gewesen sein, glaube ich. Oder 2000, so, nach dem ersten Album, nach Best Tag meines Lebens. Krass. Das war schon ein denkwürdiger Augenblick, ne, vor allen Dingen, weil wir da so auf einmal auf dieser Veranstaltung waren, so Business-Veranstaltung, ne? Die ganze Musikgame war da so, ne? Und man hatte so das Gefühl, ey, krass, so, das ist, man hat das aus eigener Kraft und aus eigener Überzeugung hat man es dahin geschafft, nachdem eigentlich gerade viele Leute aus dem Business einem gesagt hatten, ey, mit diesem Style kannst du nicht weit kommen, das ist nichts für die Massen und so, ne? Und dann hast du so einen Preis gewonnen und dann habe ich noch so ein Erlebnis, wo ich auf dem Splash vor Nas auftreten sollte. Wow. Und Nas ist ausgefallen und es war schon dunkel und es hat geregnet und dann kamen die auf einmal zu mir und meinten, ey, du musst jetzt Haupteck machen, so, ne, Nas ist ausgefallen. Boah. Und ich so, ja, überkrass, so, ne, und dann bin ich auf die Bühne und ich habe lustigerweise, hatte ich auf der John Bello Story 1, hatte ich auf dem Beat von Hate Me Now was gemacht und ich habe, das war so krank, das war so ein Zufall, so wie von Gott gegeben, die Situation, und ich habe das Ding immer als Intro benutzt und ich wollte das auch als Intro benutzen und ich gehe mit dem Beat von Nas auf die Bühne, so, ne? Boah. Und das war ein krasser Moment und da waren, keine Ahnung, 30.000 Leute so und es war dunkel, es hat geregnet, dieses Licht, und du weißt doch, beim Regen, wenn Licht dann so blitzt, wenn dann so, das war ein total surrealer Moment, so, ne? Und dann so die ganzen Arme hoch, also es war im Nachhinein, wenn ich mir das auf Video angucke, denke ich so, krass, wie konnte ich da stehen? Und ich habe das gar nicht so wahrgenommen, weil ich war wie in so einem Rausch in dem Moment. So. Drin war. Aber das war ein Riesenmoment, so, ne? Also überhaupt natürlich so Sachen, dass du da... Und Bundesvision Song Contest mit Xavier gewonnen in Berlin. Ja. Das war auch in, ich glaube, Max Schmeling Halle war das. Auch ein Riesenmoment. Diese drei Dinge werde ich niemals vergessen. So. Krass, Mann, Alter. Boah, Alter, das sind schon epische Momente auf jeden Fall. Ja, war groß. Wie war das für dich so zum ersten Mal auf der Bühne und so Geschichten auch so? Warst du krass nervös früher? Lampenfieber und so Sachen? Du, ich bin nach wie vor nervös, Alter. Ja? Es kommt immer drauf an, welche Sache das ist, so, ne? Am schlimmsten ist, wenn es ein kleiner Rahmen. Wenn du jetzt hier ein Wohnzimmerkonzert veranstaltet hättest und hier wären 30 Leute, wäre ich übertrieben nervös. Nervöser als bei einer Festivalshow. Das eine Ding habe ich von dir gesehen. Wo war das? Da hast du so auf der Ebene auch mit den Leuten gerappt. In Hamburg war das. In Hamburg. In so einer Wohnung. Ja, genau. Digga, da war ich übernervös. Und vor allen Dingen, ich bin nervös, wenn ich die Texte zum ersten Mal neu performen muss, so, ne? Weil es ist weil halt es war ja auch wirklich hautnah. Die Leute standen ja direkt auf deinem Level vor dir. Genau, so. die ja, so, ja. Du kriegst die ganze Zeit die Reaktion mit. Du bist so, krass. Nee, aber ja, ich bin nach wie vor nervös. Und früher natürlich, bei den großen Sachen war man auch nervös. Aber umso jünger man ist, umso ignoranter ist man auch, ne? Man macht sich auch locker. Man sagt, was los, Überbombe. Und früher habe ich einfach kalte Cola getrunken oder wenn die gesagt haben, komm, wir stoßen davor nochmal an, da hast du angestoßen. Ich würde jetzt nie in meinem Leben eine kalte Cola vor der Show trinken oder ein kaltes Getränk wegen den Stimmbändern, weil ich weiß, dann bin ich nach drei Songs heiser, so, ne? Ich heute irgendwas Thema? Ja, ich gebe mega Acht darauf, so, ne? Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr diszipliniert und genau bei dem, was ich jetzt so tue, so. Krass, Mann, Alter. Heftig, Mann. Cool. Aber super netter Typ auf jeden Fall. Dankeschön für die Props, Alter. Und was kann er sich erinnern? Geile Frage, ja, Mann. Geile Frage. Okay, willst du irgendwas noch rauslassen, Digga? Gibt's irgendwas, was du erwähnen willst, Digga, von deiner Musik oder so? Irgendwas so? Ja, ey, checkt uns ab. Einer bleibt am Start. Rain, Alter, unser neuer Junge. Habe ich auch schon mit dir darüber gesprochen gehabt. Ja, der ist sehr, sehr hungrig. Checkt Rain ab, checkt Chris Parker ab. Und yes, ja, schöne Grüße an Chris Parker. Chris Parker, okay. Ich mach jetzt hier noch eine kleine Szene von seinem Song rein. Nice. Und da kannst du ja mal dein Feedback zu geben, so. Berlin, Alter. Einer bleibt, du bist Bescheid, Alter. Ich blende jetzt hier noch eine kleine Szene von deinem Track ein, so. Gucken wir mal, was Savas dazu sagt. Ja, Mann, nice. Freut mich. Killer, Alter. Mama hat immer geweint, saß in ihr Zimmer allein. Erzählt, was ein tolles Leben, andere fühlten nicht mehr, wir werden immer so reich. Ja, yeah, es war nicht nur bei mir so, bei meinen Jungs war es das Gleiche. Am nächsten Tag hörten wir vom Klassenlehrer, Jungs, ihr werdet nie was erreichen. Wir sparten und toten uns, nie was zu beißen. Man konnten uns Schimaske leisten, man überfall in reiche Gegenden. Ja, Mann, top. War nur so ein kleiner Einblick so? Nein, sehr gut, richtig auf den Punkt geflowt, Video schön und Dings. Richtig runde Sache, Alter. Ja, Mann. Ich hätte es mir jetzt auf jeden Fall auch weiter angeguckt. So. Cool, Alter. Ist ein junger Typ aus Berlin, Mann.
Alles Gute an dieser Stelle, Chris. Alles, alles Gute für dich, Alter. Geil. Let's rock. Freut er sich bestimmt, Alter. So, Fellas, jetzt haben wir hier die nächsten Kandidaten am Start. Wie ist euer Name? Max. Max? Rakim. Wie? Rakim. Rakim? Ja. Rakim, Rakim einfach. Like that, man, du? Tim. Kim? Tim. Tim. Tim, Rakim und Assad sind geil. Und die haben noch einen Song zusammen gemacht, sogar Rakim und Assad. Echt, ja? Ja. Ach, krass. Lieblingsrapper, so, wo ich richtig feier, so auf jeden Fall Bushido. Bushido? Ja. Bei mir Jizzes. Jizzes? Kollege. Kollege? Boah, grad so AK. Kollege, mein Kollege hat ja auch ein Feature mit Rakim jetzt auf dem neuen Tape. Ja, ja, okay, stimmt. AK, ja? Killer, ich zeig euch einen neuen Song, sagt mal eure Meinung, ja? Okay. Ist gut, man. Ist ein alter Song, ich hab jetzt neuer Song gesagt, aber ist ein alter Song. Okay. Mal gucken, ob ihr damit irgendwas anfangen könnt, Alter, bin ich mal gespannt, yo. Job kriegst du Weins, habe ich längst einen Deal bei Optik Design. Ich schieb Optik und Rhyme, besser als der Rest, den ihr kennt. Es ist der Man, besser als der Rest, den ihr kennt. Rap, wenn ich pan, denn ich mach höchstens Fehler im Traum. Und hab irgendwie das Gefühl, mich will jeder beklauen. Ich hab Lyrics für jeden im Raum. So, paar Quizfragen, Digga. Weißt du, wer das war? Ja, Echo Fresh und Coolster Rock. Uee, läuft mal, wie alt bist du? Ich bin 17. 17, okay. Kennst du den Song schon? Nein. Kannst du nicht, wa? Ist 2001 rausgekommen, warst du da schon geboren? Ja. Ja, ne? Ja. Okay, krass. Was hältst du davon? Findest du geil? Ja, ist schon fresh auf jeden Fall. Ja? Ja? Was ist so für dich der größte Unterschied zu dem neuen Shit, der gerade aktuell so rauskommt, so und das, was damals rauskam? Ja, ist halt, also zurzeit ist halt Trap auf jeden Fall Musik, mhm, und damals war es halt ein bisschen anders halt so. Ja, das sind halt so, ich finde die Beats halt, wo so sind halt so voll die Bushido-Beats. Die alten? Ja, also, okay. Ich finde die halt richtig stabil, diese Bushido-Beats. Ja, Mann. Also ein bisschen mehr auch schon so ein bisschen auf dem Oldschool-Film, ja, unterwegs, ne? Ja. Geil. Für jeden ist alles, was oldschool ist, ist Bushido Beats. Witzig, ja, aber er ist natürlich 17. Er ist halt ein Typen, den er hört, ne, ja, und verbindet alles damit. So. Ja, weil. Cool, Mann, Alter. Wer will noch reinhören? Komm, einer von euch noch. Wer will? Azad, ne? Azad. Ja, Azad, Alter. Azad, du hast doch früher ein Tape mit Savas gemacht, Digga. Jeden, der will, du bist mit jedem down. Jeden, der will, rede nicht und chill. Meisten meiner Fans sind. Aber geil doch, dass jeder von den vielen jemand anderen hört, so. Ja, Mann. Du brauchst 60 Helfer, um genau zu formen. Und Azad, was sagst du zu deinem alten Kollegen? Geil, Mann. Findest du geil? Ja, Oldschool feier ich immer. Ja? Wen findest du noch so geil Oldschool-mäßig so? Boah. Aber Savas kennst du, ne? Ja, Savas natürlich. Bushido. Ja, Mann. Echo Fresh natürlich. Ja, Mann. Und ja, so halt. Geil. Okay, Jungs, Frage. Ich drehe jetzt gerade ein Interview mit Cool Savas, Digga. Ihr habt jetzt exklusiv die Chance, ihm eine Frage zu stellen. Was fällt dir so ein spontan? Was geht? Was geht? Wow. Okay. Ein bisschen mehr will ich hören. Was geht, Bruder? Was geht? Alles gut? Was geht, Alter? Nicht? Nein. Warum? Alles, was, nein, nicht sitzt, geht, Alter. Ich hab keinen einzigen Song von ihm gehört. Ja. Okay, bist du ein bisschen zu jung? Ich bin jetzt 15. Na, okay. Alles klar. Wann bist du geboren? 2003. 2003? Ja. Okay, er hasst mich, Alter. Ich kenn ihn nicht mal. 2003 geboren, Digga. Das ist voll krass, Mann. Ich kann auch nicht mein Album ausgaben. Wo du den Komet gewonnen hast, Alter. Ich kenn mich aber nicht. Ich weiß nicht, ob er schon mal hatte, ob er sich vielleicht ein Future mit Bushido vorstellen könnte. Ach krass, okay. Feature mit Bushido. Stand bis jetzt noch nie so auf dem Zettel, Alter. Wir haben auch, ehrlich gesagt, so. Wir haben uns einmal privat gesehen aus Zufall, weil wir sind. Ich bin mit meiner Frau. Am Flughafen, wa? Im Flugzeug sogar. Ach so. Digga, das war eine kranke Story, weil ich bin mit meiner Frau in die Flitterwochen geflogen und er ist mit seiner Frau weggeflogen in den Urlaub und. Wir sehen uns am Flughafen, ich denke schon, Dicker, das gibt's doch gar nicht. Also um die Uhrzeit, der gleiche Flug und dann setzen wir uns so in den Flieger so und ich merke, also da waren eh nur das, wir sind Business geflogen und da waren irgendwie nur, keine Ahnung, 12 Sitze oder so, ne? Und ich merke, überall gehen Leute nur und genau neben uns, diese Sitze bleiben frei, dann kommt er mit seiner Frau, setzt sich dann neben uns. Ach, und ich denke, Digga, das ist ja so krank, so, ne? Und dann habe ich meiner Schwester geschrieben, ich so, ey, Dings, Bushido ist auch ein Flieger und wenn er jetzt abstürzt, dann habt ihr zwei berühmte Rapper weniger. So, ne? Aber so, krass, Alter. Fand ich aber da waren nie so Gespräche wegen Musik mal zusammen machen oder so. Okay, wegen der Echo-Sache vielleicht damals oder so, aber. Ich glaube, dass wir schon auch musikalisch relativ verschieden sind. So, ne? Und ich weiß nicht, ich weiß nicht mal, ob er jemals gesagt hat, dass er meine Musik überhaupt feiert oder hört oder so. Ne? Mhm. Also, ich glaube nicht. Also ich könnte es mir nicht so richtig vorstellen, dass er jetzt so wirklich meinen Sound abfeiert. Ich denke einfach, dass auch so dieses Gerappe von mir. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht sagt, das ist mir zu hektisch. Ah. Das nervt mich eher so. Ne? Und aktuell auch gar keinen Kontakt oder so. Vielleicht mal was jetzt, was zusammen zu machen? Also weder Bad Vibes noch irgendwelcher Kontakt okay, oder so. Okay.
Okay. Okay, krass. Weil ich feier, also Bushido ist halt so von meiner Vaterzeit. Und mein Vater hat damals auch schon auf Bushido angehört. So. Geil. Also, das ist krass. Bushido krank, sag ich jetzt ja, mal so. Ja, Mann, geil, Alter. Schau doch mal. Hat ihm das so Vater mitgegeben, weißt du? Das ist eine Szene bei der heißt Rakim, Alter. Das ist richtig verrückt. Jungs, mach's gut, Jungs. Das war ciao. Tim. Tim hat mich aber gehatet. Assad war stabil. Mach's gut, Mann. Ciao. Ciao. Tim, du kleiner Hater, Alter. Warum hast du mich gefickt hier? Alles super. Was hörst du so für Musik, deutschrapmäßig? Genau das, was du hörst. Er hat auch gut gewartet auch. Hast du gemerkt? Er hat alles schon gehört. Er weiß schon alles. Er weiß, was du dem jetzt zeigen musst. Er wartet einfach so. Ich warte hier, bis er da vorbeiläuft und dann frage ich den mal schön. Ich frage ihn, was hörst du? Ja, genau das, was du eben gesagt hast. Er hat schon alle Antworten auch schon sich parat so gelegt. Geiler Typ, Mann. Ja, natürlich. Geiler Typ, ich bin Alter. Berliner. Wen feierst du aktuell so? Ich feier alles, was sich gut anhört, weißt du? Mhm. Was für die Ohren. Flair, 187, weißt du, alles was so gut ist. Ja, Mann. Wie alt bist du? Ich bin 28. 28. Okay, ich zeig dir mal einen Song. Dürftest du eventuell schon kennen? Ist ein etwas älterer Song. Okay. Bin mal gespannt. Ich schau zum Mond, denn er ist ein optisches Ohr. Also tu ich, was ich kann, schieb Optik und Flow. Du bist dope, aber deine Stimme passt nicht gut zum Beat. Ich geh cruise zum Freak, sage danach Obst wie Tweet. Es geht mal auf, mal ab, doch immer nach vorne, Kinder des Zorns. Optik, die Gewinner von morgen, versuch das zu verstehen. Bruder, das ist ja schon Todesalt, ne? Echo und Fresh. Echo und Fresh. Ja, ich hab ja, das damals schon. Das Video ist von Echo und Fresh, richtig. Ich weiß leider nicht mal, weil es schon so lange. Aber Kool und Savas haben auch mal einen guten Song gemacht. Alter. Die beiden sind auch ganz gut, aber Echo und Fresh sind natürlich, die sind Überkiller, Alter. Beim Schneiden, ich hab mich totgelacht, Digga. Ja. Echo, jetzt kommt ja, dieser Tim, jetzt Echo kommt und Fresh. Hier ist der Levi's. Die haben sich richtig vorgenommen, mich durchzunehmen, Alter. Was geil. Hab ich durchgetan? Ich gehe nie wieder Mall of Berlin, Alter. Meinst du der Song? Oh, damals Optik Records und auch so. Damals, Savas feiere ich sowieso. Ja. Ah, so, jetzt. Die Dinger sind einfach krass so, auch dieses neue KK. Ah, Bombe, er ist informiert, cool. Das ist krass mit dieser YouTuberin, die sich am Anfang wegballert, ne? Das ist schon ja, heftig, das ist krass. Aber ich drehe gerade ein Interview mit Savas. Hast du ihn? Ja, genau. Und ich zeige ihm die Reaktion von der Straße so. Ah, okay. Hast du irgendeine Anregung oder willst du ihm irgendwas mitgeben? Oder hast du, was noch geiler wäre, irgendeine Frage an Savas, die du vielleicht ihm immer schon mal stellen wolltest? So? Boah, eine Frage. Also Frage jetzt eigentlich nicht so krass, aber du weißt doch, Roos und Manuelsen, die machen doch dieses... Schon mal gehört von? Mhm. Mhm. Wäre doch mal vielleicht interessant, Savas und Echo. So dieses Thema wurde... Er will richtig alte Kamellen aufmachen wieder. Bei dir im Interview oder irgendein Interview habe ich gesehen, wo die Manu, ich glaube, das war bei Roos, ja, wo die darüber diskutiert haben, so... Wer könnte der nächste Tisch sein? Der nächste Tisch sein. Ja, ja, so, dann dachte ich so, es gibt eigentlich viele noch, aber Echo und Savas, das wäre so ein Ding. Das wäre schon krass. Das wurde früher damals wurde nur so überlegt. Geil doch, dass er in deiner Sendung aber mit dir über Roos auch redet und dass man es dort machen sollte. Nee, aber es ist cool. Props auch an die anderen in Medien, so, weißt du? Natürlich. Aber ich finde, also ich. Aber er hätte es ja auch dir vorschlagen können. Er sagt, ja, da soll Roos das doch machen. Aber na klar, dieses, der Tisch kenne ich natürlich. Aber die Idee ist schon krass, Mann, Alter. Das ja, aber schon so eine uralt Kamelle jetzt wieder hier irgendwie zum Vorschein bringen, ist es ja auch. Also das Thema ist, da haben wir ja lange hinter uns gelassen. So, ne? Wir machen jeder unser Ding und da ist überhaupt, also von meiner Seite überhaupt gar kein böses Blut, Alter. Echo gegenüber. Da. Ich wünsche ihm wirklich alles Gute. Aber dabei geht es ja auch gar nicht jetzt um böses Blut so bei der Tisch. So, weißt du, was ich meine? So, aber mein, so ein bisschen so, die wollen noch mal drüber Flair reden. Und Manuel, wie war das ja, dann? So, wie hat mich gefühlt? Wie hat er sich gefühlt? So. Mhm. Ich glaube auf jeden Fall, für die Zuschauer draußen wäre auf jeden Fall extrem interessant. So. Ja, geil auch so, wenn es emotional wird, wenn man so ein bisschen anfängt zu heulen. Auch ja, so. Aber auch dann auch dann merkt, so, dass ihr euch gegenseitig so wieder... Ja. euch dann auch die Hand wieder gebt und sagt so, ey, geil, weißt du, was ich meine? So. Ja. Ist auch ein krasses Statement, so, weißt du? Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass extrem... Wärst du für sowas offen? Würdest du ich generell damit sowas gar kein machen? Problem. Ich würde nur denken, also jetzt besteht da ein ist da ein Bedarf? Ne? Also ist da tatsächlich ein Bedarf, außer dass man irgendeine Sensationslust da, und das ist ja nicht mal eine Sensation, aber ich wüsste jetzt wirklich nicht unbedingt, ob das sein muss so, ne? Weil wie gesagt, ich glaube wirklich von beiden Seiten ist dieses Thema, wir haben ja, ich spiele ja nicht mal mehr Urteil so, ne? Ich finde zum einen zu anstrengend und zum anderen, ich habe schon gesagt, lange, ich kann das nicht mehr mit diesen Emotionen, weil ich Echo nicht hasse, ne? So, ich war natürlich am Anfang, weil ich abgefuckt, wenn ich den Song performt habe, so, ne? Konnte ich das mit einer gewissen Wut im Bauch machen, so. Aber jetzt, er ist ja für mich jetzt keine Zielperson, ne? Wo ich sage, dem wünsche ich jetzt
alles schlecht oder so ein Quatsch, Alter. War ja gar auch nicht. Ein krasser Hit, der Song so mäßig. Also jetzt unabhängig von dem Gewisse und unabhängig gut, von dem hat Ding. Hat gut funktioniert, bis heute. Ist ja so quasi das deutsche Hit-Up, kann man sagen. Ja, danke für die Ehre. Würde ich jetzt sagen, das ist deutsche Hit 'em Up so, weil Hit 'em Up war auch ein Song, der auch in Clubs lief und sowas. Also es war auch ein Hit, ja, mehr oder weniger. Obwohl es ein Battlesong war. Obwohl es ein Battlesong war und das finde ich bei Urteil ähnlich so. Mhm. Weißt du? Dankeschön, Mann. Ja, Mann. Das nochmal so ein bisschen so wiederzubeleben und einfach nochmal so zu gucken, wie es war, auch für die, das wäre krass. Hättest du Bock, Digga. Cool, Alter. Top, aber beantwortet. Wünsche dir noch einen schönen Tag, ja? Mhm. Mach's gut. Tschüssi. Alright, hat er gut gemacht, wie er sich da platziert hat. solider Auftritt, Alter. Er weiß Bescheid. Yunus. Yunus and? Fred. Fred. Yeah. Nice to meet you. My name is Leon. Hi, Leon. What kind of music do you like? Like hip-hop. Hip-hop, yeah? Yeah. Do you ever heard German rap music? No, I want to hear it. Yeah? Yeah, go ahead. Okay, cool, man. And you? What do you like on music? Same thing. Hip-hop, yeah. Which artist do you like? Actually, I like Mobb Deep. I like Mobb Deep a lot, yeah. Mobb Deep's my favorite artist. Okay, man, cool. And you? And yours? Krass. Was waren für dich eigentlich so Ami-mäßig Leute? Hast ja vorhin schon ein bisschen aufgezählt, so, aber Ami-mäßig krasse Inspiration. Ich glaube, du warst eher so West Coast-mäßig inspiriert. Ja, die krassesten Inspirationen waren Too Short, MC8, Ice Cube und dann Hieroglyphics. Krass, muss ich ehrlich sagen. Und dann natürlich gab es Sachen wie Farsight, Freestyle Fellowship, Project Load. Das waren schon Sachen, die ich überkrass fand. Und dann später, als ich dann auch mal ein bisschen aus meinem, also die Scheuklappen abgelegt habe und aus meinem Film rausgekommen bin, habe ich auch natürlich LOX gehört. So, ne? Also Jada ist für mich auch ein All-Time-Favorite. So. Und lustigerweise habe ich auch mit Too Short und MC8 habe ich auch aufgenommen. So. Ich habe es für dieses Album noch nicht verbraten, so, ne? Aber das war für mich natürlich ein Traum, Alter. Ich bin mit beiden ins Studio gegangen. Also MC8 war für mich jemand, der war mein größtes Vorbild, mein großer Bruder quasi. So, ne? Ich wollte den kennenlernen. So. War noch ein bisschen vor meiner Zeit so, aber krass, Digga. Alter. Und das war Wahnsinn, Alter. Ich habe mit 8 da gesessen und wir haben straight up Minutes zusammen gerappt. So, ne? Das war überkrass. Also das auch wieder bei diesen Momenten, die man nicht vergisst. Ja, ne? Oder mit Too Short, wenn Too Short auf dem Track meinen Namen sagt. So, das ist unbezahlbar, Alter. Wann ballerst du das raus, Alter? Ich will mir da Zeit lassen, so, ne? Ich will. Krass, Mann. Weil für mich das eh zeitlos. Der Style, wie die rappen, ist eh auch zeitlos. Daher, ich möchte da in Ruhe einen Song draus machen, so, ne? Und ich lasse die Sachen gerne auf mich wirken, so. Und ich bin nicht der Meinung, dass man den erstbesten Gedanken, der erstbeste Gedanke ist der richtige, so, ne? In manchen Dingen mag das stimmen, aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass ein Quentin Tarantino sich hinsetzt und hier so ein Stück Apfel isst und dann sagt, ich mache jetzt einen Film über 1, 2, 3 und das war's. Mhm. Und dann am nächsten Tag anfängt das Casting so. Also das ist ja Blödsinn. Ich glaube, dass wenn du dich hinsetzt, dass es auch nicht verkehrt ist, nochmal drüber nachzudenken und nochmal und zu sagen, von all diesen Gedanken, die ich habe, so, welches ist der Gedanke, der sich herauskristallisiert, der am meisten abwirft, so, ne, und der am meisten Sinn macht. Und in der Musik sehe ich das auch so. Ich höre die Beats teilweise, ich habe Beats verwendet auf dem Märtyrer zum Beispiel, die ich 3 Jahre schon hatte. 3 Jahre den gleichen Beat. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Normalerweise, die Leute lassen sich was schicken, nehmen auf und eine Woche später bringen sie es raus. So. Ja, aber heutzutage geht es ja sogar noch schneller, so, weißt du? Ja, aber ich sage mir, wenn ich das so oft höre, so, dann weiß ich, passt das zu mir, ist das mein Beat oder nicht, so, ne? Manchmal natürlich sind manche Entscheidungen sind auch Impulsentscheidungen, aber größtenteils versuche ich die Sachen durchzudenken. Oh, das ist geil, Mann. Auch ein guter Tipp vielleicht auch für die Leute da draußen, sich auch über Sachen ein bisschen mehr Gedanken zu machen, Alter. Finde ich gut, Alter. Auch für mich so. Bevor du jemanden erstichst, macht das Sinn? Der hat jetzt so einen Drink auf mich geschüttet. Ist es sinnvoll jetzt, ihm ein Messer dafür reinzurammen? Mm. Oder könnte ich vielleicht auch auf Toilette gehen, das wegwaschen und sagen, okay, ist in Ordnung. Das wollen wir gerade sagen. Wahrscheinlich so, auch, ne? Die Reife, die du mitbringst, so, Alter. Ja. Ich glaube, es kommt im Alter auch, weißt du? Weil ich glaube, meine Eltern haben mich so erzogen, ja. So, ne? Ja. Ich habe es auch bei mir gemerkt. Ich habe ja auch schon so ein bisschen Musik gemacht und so. Und ich hätte jetzt auch so einfach einen Track raushauen können. Ich habe schon so ein Ding, was ich mal ein paar Rappern gezeigt habe und auch ein paar Produzenten, die gesagt haben, ey, geil, Alter, hört sich nicht nach einem YouTube-Rap-Ding an, so, ist geil, Alter, haut es raus, so. Aber ich habe dann für mich auch gesagt, ey, chill erstmal lieber noch ein bisschen, so. Es geht nicht von heute auf morgen, so. Ich will mich noch mehr mit der Materie beschäftigen. Und gerade auch diese Interviews, jetzt zum Beispiel mit dir hier zu sitzen, letztes Mal auch mit Kollege oder mit Flair und mir da so Inspirationen noch rauszuholen, noch zu lernen, zu gucken, was kann ich noch mitnehmen, was kann ich noch in meine Musik vielleicht dann einfließen lassen, so. Weißt du, was ich meine, so? Ja. Das ist voll wichtig. Ich habe auch gemerkt, dass manchmal
nicht der richtige Weg ist, einfach rauszuhauen. Finde ich auch richtig. Sondern sich Gedanken zu machen. So, es ist auch so. Ich meine, man kann sich immer bei anderen Leuten so, ich suche meine Inspiration noch nicht mal jetzt nur bei Musikern, sondern auch, weißt du, also für mich ist es so, Innovation entsteht auch durch Evolution. So, ne? Also ich finde das auch nicht verkehrt. Ich gucke mir zum Beispiel, ich lese mir so Scheiße durch über Designs, so, ne? Über Autodesign. Auto ist so mein Thema. So, ne? Und, aber bist ein Autofreak, ja? Ja, du siehst Sachen, wo die Leute, weißt du, die Form von einem neuen Elfer, so, ne, das hat ja nicht jemand rausgeschissen, sondern das hat sich entwickelt, so, ne, und das heißt, so, das ist, dann bekommt es auch einen Wert, so, ne, es ist wie ein Wein, der reift, so, ne, und auch alle großen Entwicklungen basieren darauf, dass Menschen 20, 30, 40, 50 Jahre, manche haben über Generationen an etwas geforscht, um es dann rausbringen zu können und damit es dann einen Sinn macht, ne? Und eine echte Funktion hat, die man auch wirklich dann wahrnehmen kann. So. Ja, Mann. Geil, Alter. Nehmt euch die Worte zu Herzen, Mann. Also ich nehme sie mir auf jeden Fall zu Herzen. Geil. Top all times, A Tribe Called Quest. Okay, cool, Mann. Where are you from? From Montreal, Canada. Montreal. Canada. So I show you a song? It's an old German rap song, yeah? Old German rap song. Yeah, man, you tell me your opinion, okay? Sind es auch genau die Szenen, die du denen gezeigt hast? Nein. Nee, auch so, okay. Nee, ich mach das immer, dass ich quasi hier im Video Szenen einblende, dass du am Ende des Videos komplett den Song gehört hast, so. Okay. Aber den Leuten zeige ich meistens auch längere Parts, yeah. So. Weißt du, die hören so 30. 2004? 2001. Yeah, man. It's pretty good. How do you know it's like 2001? I look at the clothes, I listen to the style of the music and I'm trying to guess. Yeah, man. Yeah, it's pretty good. How do you like it? I like it a lot. Yeah? Yeah. Yeah, he's one of the first German rap artists, you know? The white one or like the white one, yeah. Cool Savage. Do you ever heard Cool Savage? No, never heard of him, but no? Now I do. Yeah, man. Yeah, it's pretty cool. Cool out there. Yeah. I do an interview with this artist, and then I show him the reactions from the street to his old songs, you know? Nice. Do you have a question or something, or do you want to say him something? I think it's good that hip-hop lives on everywhere in the world, and I think I want to... Big ups to you for that, yeah, for man. That, to making it live across the ocean, definitely. Geil. Yeah. Cool, Alter. Thank you very much, voll man. Geil, now it's your turn. Nice. Macht euch zu, bequem und habt noch Dudes zu playen. Unser bärtiger Bruder. Irgendwelche Dudes aus Kanada hören sich Optik Apple von Savage an. Das ist schon krass, Ding. Mein Party, du brauchst 1000 Rhymes, 1000 Bars. IK, ich komme rein, kill it, geh. So what do you do? Ich sag dir gleich noch was Lustiges mit Kanada, musst du mich fragen, welche erinnern. I think German flows really well, it yeah, raps well. Ja, yeah, man. Have you ever heard of Cool Savage? No, never. No? First time. Yeah? Yeah. I'll you never heard of German rap music before? No, I've heard it. Ist auch krass, was ich auch gemerkt habe, ich habe schon ein paar Amis auf der Straße befragt, so, und auch Kanadier oder Engländer oder so. Die kennen halt, wenn die deutschen Rap kennen, dann kennen die halt so 187 Straßenbande. Ja. UFO 361, so krass, Sachen. Echt, ja? Okay. Ja, weil die deutschen Rap erst jetzt auf den Schirm gekriegt haben. Ja. So. Weißt du? Durch die Videos und so. Durch die Videos. Und natürlich, wenn etwas Millionen von Klicks hat, so, genau, ne, dann sagst du dir, was ist das? Warum hat das 70 Millionen Klicks? Genau. Ja, klar. Hat ja auch der ein oder andere jetzt auch schon Features gemacht, irgendwie mit 6ix9ine hat der Gringo und die Jungs aus Berlin haben ja ein Feature mit dem gemacht. Ja. Und Farid Bang auch und so. Dadurch, glaube ich, kriegen die Amis das immer mehr auf die Schirme, ja. So, weißt du? Glaub kennst ich du 6ix9ine? Die Mucke, ja, klar. Ja? Feierst du sowas? Ich finde es jetzt... Es haut mich jetzt nicht übertrieben von den Socken. Ich habe ihn mehr verfolgt für dieses Ganze, was er da abgezogen hat, dieses Getrolle so, ne? Mhm. Und die Leute da irgendwie so ein bisschen veräppeln, würde ich schon fast sagen, so, ne? Und das mit den bunten Haaren und so, aber ist jetzt nicht... Also, ich hatte das sogar eine Zeit lang auf meinem Handy. Ich hab's dann gelöscht, Alter. Ich hatte das so von Apple. Ich hab's so versucht, ein bisschen zu hören, so. Ja. Aber er klingt ja eigentlich wie Arnex, Alter. Also so, wenn man Onyx kennt, dann für kennt mich man so, ihn auch. Also so. Bei meiner Zeit war so Pastor Troy und so damals, weißt du? Mhm. Pastor Troy, diese ganzen auch Lil Jon Sachen und so. Damals im Club bei uns. Die haben ihre Stimme so. Ja auch so, die haben ja auch sehr geschrien und so. So, das hat mich so ein bisschen daran... Oh, genau der, Bruder. Und deswegen fand ich es irgendwie geil, dass jemand mal wieder sowas macht, so, weißt du? Ja. In die Richtung, in diesen Film schiebt. Das war schon sehr progressiv, Alter, was er gemacht hat. Dann hoffen wir, dass er was lernt aus seiner Situation jetzt und dass er nicht im Knast landet. Ist er nicht schon verurteilt, Alter? Nee. Ja, aber er ist noch nicht verurteilt, ne? Gerichtsverhandlung ist noch, wa?
Ja, aber es ist natürlich auch sehr, sehr unvernünftig. Ne? Also das ist, auch, ist jetzt, glaube ich, kein gutes Vorbild für Kids. So, ne? Zwischendurch macht er so Aktionen, geht da irgendwo hin, spendet irgendwo Geld. Ist ja auch schön und gut, aber ich glaube jetzt wirklich so zu leben und zu sagen, ey, ich beleidige jeden, mir ist das egal, ich bin in einer Gang und wir erschießen Leute. Mhm. Ich denke nicht, dass man sich unbedingt so darstellen muss nach außen hin. Alter. Du wolltest noch eine Canada-Story erzählen. Ja, lustigerweise, ich habe dieses Album, Best Tag meines Lebens, außerhalb von Deutschland, Österreich, Schweiz, hatte ich in Kanada die meisten Verkäufe. Also man hat ja auch international Verkäufe und ich habe in Kanada lustigerweise, ich glaube, 1000 Platten oder so verkauft. Voll krank. Ich weiß gar nicht warum. Obwohl es war ja auch Corrupt drauf und Royce da 5'9 war auf dem Album drauf und A-Plus von Souls of Mischief. Das heißt, es kann sein, dass wegen den drei Typen diese 1000 Verkäufe generiert wurden. So, ne? Voll krass. Aber das ist so ein Fun-Fact so am Rande, Alter. Heftig, Mann. Und dann habe ich zwei Kanadier getroffen. Und die kennen mich nicht, Mann. Waren keine von denen, die 1000 Platten aber haben. Echt, Alter. Unverschämt. No more than that. Okay. Thank you for your opinion, ja? Yeah? You're welcome. Have a great stay here in Berlin. Schöne Grüße nach Kanada an dieser Stelle. See you next time, maybe. Yeah? The guys, they recognize you? Yeah, yeah. Cool, Alter. Peace, man. Wie ist dein Name? Alicia. Wie? Alicia. Alicia, ich bin der Leon, hi. Sie überlegt auch so kurz, will er mich jetzt klar machen? Ist das so ein Film von ihm? Sie so. Okay. Wie alt bist du? 25. 25. Hörst du auch Deutschrap? Jein. Nein? Jein. Jein. Ich war so Trettmann. Trettmann. Kennst du Trettmann? Ja, 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 klar. Auch geil, Alter. Der ist auch schon älter, wa? Das ist auch eine interessante Story, ne? Dass er irgendwie auch gefühlt 20 Jahre Musik macht und dann auf einmal so mega erfolgreich ist. Und auch voll mit den Jüngeren auch am Start ist und so mit den Features macht und so. Ich feiere den übelst. Ich habe den auch jetzt erst auf dem Schirm gekriegt. Der macht schon lange Musik, ja? Ich kenne super lange. Ich erinnere mich, dass er ein Album mit Megalo gemacht hat. Ach, krass. Ich habe seinen Namen immer in Kombination mit verschiedenen Sachen, so gerade mit diesem ganzen Reggae-Ding und so, ne, habe ich immer seinen Namen auf dem Schirm gehabt. So. Ja. Und heute feiert es die neue Generation, Mann. Darum sage ich, wenn man auf den Trichter gekommen, hätte man früh genug mit dem Reggae-Ding da losgelegt, so, ne, könnte man auch sagen. Irgendwann kommt dann dein Zeitpunkt. So. Ja, daher immer am Ball bleiben, den eigenen Sound machen und warten, bis der Moment kommt. Und dann kann man halt durchpfeffern. Geduld bewahren, ne? Yes. Das ist auch so ein Ding, Alter, was man den Jüngeren mal mitgeben kann, so, Mann. Wenn die anfangen, dass sie nicht davon ausgehen, dass es direkt von heute auf morgen durch die Decke knallt, Alter. Ja. Ich meine, es gibt genug Beispiele, auch 187 Jungs. Wie lange haben die gerappt, Digga? 10 genau. Jahre oder so, bis dann irgendwann. Die haben auch eine Historie aufgebaut und ihre Fanbase aufgebaut. Das ist Gold wert, Alter. Also, ich bin wirklich happy, dass ich so viel. Ich nenne es nicht so gerne Fans, aber so viele Supporter hinter mir habe, die einfach wirklich zu jedem Album immer wieder losziehen, Alter, und weißt du, sich die Box holen und supporten und machen und tun. So, ne? Ich weiß das auch zu schätzen, dass da jemand losgeht und einfach 40, 50 Euro für etwas investiert. Und allein deswegen ist es für mich wichtig, dass ich einfach da das bestmögliche Album dann auch immer abliefere. So. Das, was ich machen kann, dann mein Bestes gebe. Sonst würde ich mich fühlen, als ob ich die Leute abziehe. An der Stelle mal sagen, wann kommt denn dein neues Tape eigentlich? KKS. Tape, immer geil. Ja, ich sag immer noch. 1. Februar, Alter. Ich glaube, das erste Ding, was ich von dir hatte, war sogar auf Tape. Kann gut sein, ne? Hundertprozentig. Je nachdem, was es war. Ich weiß noch, damals haben wir ja auch diese ganzen Dinger überspielt. Ich hatte noch so einen Kassettenrekorder mit zwei Kassettenfächern, so, wo ich von links nach rechts überspielt hatte, so, weißt du? Das waren noch Zeiten, jo, wenn du überlegst, so, weißt du? Wann kommt dein KKS? 1.2., 1. Februar. 1.2.? Ja. Geil. Und du machst aber auch noch eine CD, ne? Ja, wir machen eine Box auch. Ja. Box, CD. Also, ich habe noch relativ gute physische Verkäufe, Alter. Also auch das letzte Album mit Siggi, wir haben deutlich mehr als unsere, ich nenne es jetzt Konkurrenz, als unsere Mitstreiter haben wir deutlich mehr physisch verkauft. So. Ja. Weil wir einfach von früher noch, ich glaube, sowas wie Absolute Beginner, die haben auch noch richtig physische Fanbase, ne? Die wirklich losgehen, die sagen, ey, ich hole eine CD, das ist cool so. Aber hat alles seine Vor- und Nachteile, ne? Also so ein Streaming-Ding ist natürlich auch genial, weil es sich immer wiederholt, ne? Das heißt, du hast quasi immer wieder Verkäufe, immer und immer wieder das gleiche Album. Bei einer CD verkaufst du das einmal und dann ist das Thema durch so. Ja, Mann, voll. Ja, okay. Aber ich merke schon, du bist jetzt nicht so ganz krass Deutschrap-Fan, wa? Nee, nicht so ganz. Eher Ami, oder was? Ja. Okay, wie feierst du das so? Was merke ich so? Ja, keine Ahnung, Trap-Musik halt, ne? Ja. Also Young Thug, Travis Scott. Ja, Mann. Die Richtung, ja. Geil. Ich zeig dir einen Song. Das ist ein alter deutscher Rap-Song, ja? Okay. Bin mal gespannt, ob du den erstens überhaupt kennst, den Künstler kennst und was du dazu sagst, so. Und das
2. Echo und Savage, irgendwann wie Blade im Kino. Irgendwann auf dem Cover der Songs wie Ray Benzino. Irgendwann kauf ich jeden. Der war noch anders, ne? Was? War anders. Aber es war noch richtig Hip-Hop. War anders, sagst du, wa? Anders, ja. Also irgendwie geht es ein bisschen mehr in die richtige Richtung Hip-Hop. Das alte, also das, was ich dir eben gezeigt habe? Ja, ja. Okay. Findest du die Entwicklung gerade, geht so ein bisschen weg von Hip-Hop eigentlich, oder was? Von den Roots so? Irgendwie schon. Also man tendiert jetzt eher in die Richtung Afro-Trap, ne? So ein bisschen Afro-Beats reinmischen in Hip-Hop und so weiter. Also ist okay, ist schön, aber es ist nicht original, ne? Okay. Ja. Das heißt, feierst du, was du eben gehört hast, so? Feier ich auch, ja. Also wenn es gute Texte sind, ne? Ja, Mann. Kennst du Kool Savas und Echo wahrscheinlich, ne? Ja, so vom Hören und Sehen, ne? Berlin. Hast du hier früher auch reingezogen, oder? Ja, ganz früher, aber zu ja, worüber wir geredet haben. Ne? Original. Ja. Cool. Ich drehe gerade ein Interview mit Kool Savas, ja? Was sagst du? Schöne Grüße. Ich zeig ihm dann deine Reaktion. Hast du noch eine Frage an ihn? Cool wäre, wenn du dir irgendeine Frage überlegen würdest, was du ihm vielleicht gerne mal stellen würdest, so, weißt du? Wann kommst du wieder ins Shisha? Sie fragt, wann kommst du wieder ins Shisha? Witzig, Alter. Das war der alte Laden, oder was? Ja, das war Hadis erster Laden und lustigerweise. Und jetzt sind wir hier in Hadis zweiten Laden im Marashan. Okay, krass. Das heißt unsere Clique, die dort gehangen hat, wir sind hier ins Marashan umgezogen. Da ich nicht mehr rauche, bin ich leider auch nicht mehr so häufig hier. Aber ich versuche, so oft es geht, so mich mit meinen Freunden halt hier zu treffen. Ja, Mann. Wo ist das Shisha? Richard Wagner direkt, Alter. Okay. Das macht jetzt Nabil. Schöne Grüße an Nabil an dieser Stelle. Ja. Shisha-Bar, oder was? Ja. War der da immer, oder was? Ja, früher. Okay. Früher, nein, Spaß. Eine ich Frage zu Musik oder so? Ich hoffe, er macht bald wieder Musik in die alte Richtung. Ja, Mann. Er hat jetzt einen Song rausgekommen. Ich glaube, ich erinnere mich sogar an sie als Kundin. Echt, ja? Ja, wir müssen mal Hadi fragen. Hadi erinnert sich bestimmt noch an sie. Auf jeden Fall. Hadi. Hadolf. Komm mal ganz kurz, hier ist eine alte Kundin von dir. Weißt du, was ihre Frage an mich ist? Beim Reaction-Video, sie fragt, wann kommst du mal wieder ins Shishkan? Komm mal rein. Was sagst du? Jetzt kannst du nochmal sagen, in die Kamera. Hier, kennst du? Ach so, natürlich, Alicia. Ach so, du kennst sie dabei Namen? Krass. Grüße gehen Hadi raus. Hadi kennt all seine Gäste beim Namen, muss man sagen, Alter. Guter Gastgeber auf jeden Fall. Nice. Cool, Alter. Ja, Mann. Das war's schon, Alter. Oder wolltest du noch was sagen hier? Vielleicht. Okay, cool. Ja. Doch, jetzt ich erinnere mich auch. Alles klar. Schöne Grüße, Alicia. Nice. Okay. Vielen Dank, ja? Gerne. Wünsche dir einen schönen Tag noch. Ja, mach's gut. Ciao. King cool ass, motherfucker. Wie ist denn dein Name erstmal? Ich bin die Josie Black. Du machst auch YouTube und so, habe ich gesehen, wa? Genau. Kannst du dir einmal auf die Kamera mal rüber schwenken? Die hat mich hier gerade auch YouTube gefragt, da, okay. Also check mal ihren Kanal. Die hat mich da, ich bin da rumgelaufen in der Mall, dann ist sie auch gekommen mit ihren Kameramännern und sie hat dich schon mich befragt, so, weißt du? Ach, geil. Hat mir dann so ein paar Fragen gestellt und so und dann habe ich gedacht, komm, nehmen wir die auch direkt mit. Hab auch eine sehr interessante Frage am Ende noch. Ich höre wirklich alles, Hip-Hop, House, R&B, alles gemischt. Ja? Mhm. Auch Deutschrap? Ja, auch Deutschrap. Wen feierst du da so? Oh, schwierig. Es ist gerade, Deutschrap ist gerade echt... Eine krasse Bewegung momentan. Es hat sich sehr viel verändert. So. Ja. Positiv, negativ? Positiv, sehr positiv auf jeden Fall. Also ich habe früher gar kein Deutschrap gehört. Mhm. Und jetzt ist es so, wo ich sage, wow, kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Ne? Geil. Wie alt bist du? 26. 26. Okay. Also, aber gibt keine Künstler, wo du sagst, jetzt gerade aktuell geil, oder? Nee, also ich habe jetzt keinen Favoriten, wenn ich das so. Wenn es darum geht, so Favoriten sind doch die Amis. Also da bleibe ich doch bei den Amis. Okay. Ich zeig dir einen alten Song, Deutschrap, ja? Oldschool, wirklich oldschool. Und du sagst mir deine Meinung, ja? Okay. Machst du auch ein bisschen Sport, oder was? Ja. Ich hab Bodybuilding gemacht. Ah, okay. Ja. Krass. Auf Bühne und so, ja? Nee. Was hat sie gemacht? Bodybuilding. Also, wow. Sieht man auch, Alter. Höre dreimal, ich wär viel zu tight fürs Game. Ich fick 10 Crews mit 10 Lines an einem Mic. Hör 10-mal, ich wär für das Game zu tight. Geh und schreib 100 Raps, mich wundert es. Warum wird EKOs mega flow? Kennst du, sagst du, wa? Das ist Kool Savas gewesen, ne? Genau, und, ja. Und Echo. Genau. Aber tatsächlich hat sich eigentlich jeder, dem ich den Song gezeigt habe, so, der wusste direkt, was das ist und wer da am Start ist. So. Mhm, cool. Auch die jüngeren Leute, so, weißt du? 17 Jahre und weiß direkt, ey, cool, Savas und Echo, so. Hat sich schon mitgezogen. Das ist ja nett. Das ist geil. So nett. Von damals, ja? Ja, ich habe sogar mit Echo mal einen Track gemacht. Ganz Track gemacht? Ja, ja,
ganz, ganz früher. Machst du Musik, oder? Sie hat einen Track mit Echo gemacht. Ah, echt? Ja. Ja. Ach, Quatsch, Alter. Ja, irgendwie irgendein Fernsehprojekt hat er. Wahnsinn. Ja, ja, da schließt sich der Kreis. Ja. Und feierst du, ja? Ja. Das ist richtig feier. Okay. Aber der neue Stuff gefällt dir besser, oder was? Ja, der neue Stuff gefällt mir schon besser. Okay. Also ist jetzt nicht so, jetzt, die übertreiben ein bisschen mit dem Autotune, aber der neue Stuff ist auf jeden Fall besser. Das ist okay. Ja schon richtiger Deutsch Oldschool, ne? So ist es. Ja. Deutsch Oldschool. Angefangen. Ja, ja, genau. Also ganz früher habe ich halt null Deutschrap gehört, deswegen kenne ich nur... Ist aber auch krass, Mann, Alter. Damals war es halt auch nicht so cool, in Anführungszeichen, Deutschrap zu hören irgendwie. Nein, überhaupt nicht, Alter. Man war ein Opfer war voll, dann. Ja, genau. Ja. Ich weiß noch damals, ich habe voll früh angefangen, Deutschrap zu pumpen, so. Dich. Also in Berlin warst du 100% ein Opfer, wenn du Deutschrap gehört hast. 100%. Also die Leute fanden das richtig uncool, Alter. Die haben gesagt, was ist denn das, Alter? Willst du mich veräppeln oder was? Das ist krass, Mann. Wann kam der Wandel so? Mit was kam der Wandel? Kannst du das irgendwie zeitmäßig irgendwie einordnen, wo du sagst, ey, ab dem Zeitpunkt war Deutschrap irgendwie cool auf einmal so? Ehrlich jetzt? Ich glaube, Agro hat da viel zu beigetragen. Hm. Und ab dem Punkt, wo die gesehen haben, krass, die Rapper verdienen Geld, so, ne? Ah. Also davor warst du für die so, ja, du rennst durch die Straße mit deinem Rucksack und denkst so, rappst so vor dich hin in so einer dunklen Ecke. Und dann war es auf einmal, krass, der fährt einen Benz, so, weißt du? Ja. Der hat ja eine coole Kette, so. Der muss und cool sein. Agro, ne? Berlin haben das dieses ganze Image-Ding dann doch auch gut so nach außen hin repräsentiert, so. Und dann wurde das cool, so, ne? Muss man auch ehrlich dann zugeben. Hundertprozentig. Ich hatte auch das Gefühl, also für mich jetzt, wo ich gemerkt habe, dass auch vor allen Dingen auch Mädels zum Beispiel sehr viel Deutschrap dann auf einmal gehört habe, ja, war so Shindy-Zeiten. Ist jetzt nicht so lange her für dich, ist es jetzt wahrscheinlich, also für mich ist es jetzt schon ein bisschen länger her, so. Ja. Aber die Zeit weiß ich noch ganz genau, als er sein Tape rausgehauen hat, sein Album rausgehauen hat, so, habe ich immer mehr von Mädels auch gehört, ey, Deutschrap, cool, ich ziehe mir jetzt Deutschrap rein, ich höre jetzt Deutschrap, es ist jetzt cool, ich kann es jetzt sagen. Es kann sein, dass das die Zeit war, das war so ein bisschen der Übergang, wo auch Shisha-Cafés gab es ja früher auch nicht so richtig. Wo dann dieser Übergang kam, jetzt, das ist unser Soundtrack für die Shisha-Cafés so ein bisschen. Genau. Und jetzt ist es gang und gäbe, Alter, daher super. Also jeder hat da seinen Teil so beigetragen. Ja, voll, ne? Voll. Ja. Und ich find's voll geil, dass sich das jetzt so hin entwickelt hat, dass eigentlich jeder, egal wen du draußen jetzt catcht oder der hier sitzt oder wen du fragst, so, hat irgendeinen Künstler deutschrapmäßig auf dem Schirm, so, weißt du? Ja. Voll geil. Mit Sicherheit. Cool. Für ein Interview mit Savas, ja, der zieht sich das gerade hier live rein quasi. Hast du eine Frage an ihn? Willst du ihm irgendwas mitgeben oder so? Stell mal eine geile Frage an Savas jetzt. Du hast mir eben auch eine Frage gestellt. Eine geile Frage an Savas. Du bist ja sehr kreativ, habe ich gemerkt. Erzähl mal, kannst du auch ruhig eine Interview. Das ist schon so teuflisch. Egal. Oh, das ist irgendwas, hart. Irgendwas, was mein Interview interessant macht dann. Also es gibt eine Sache, die ich von Rappern allgemein gerne wissen wollen würde. Wie läuft das eigentlich backstage mit den Bitches ab? Ach, die Arme. Ich würde voll enttäuscht sein jetzt. Gibt es da viele? Gibt es da wenige? Holt man sich zu jedem Konzert, holt man sich eins, zwei, drei? Also ich glaube, es kommt wirklich drauf an, wessen Musik so, ne? Ja. Bei uns ist es so, dadurch, dass jeder, der einen Gast mitbringt, für diesen Gast verantwortlich ist, bringt niemand irgendwen mit, so, ne? Das heißt, wenn meine Freunde jetzt, die mit mir auch unterwegs sind, so, ne? Die, bringen höchstens ihre Frau oder Freundin, weil für sie können sie die Hand ins Feuer legen, weil die Backstage, was viele vergessen, ist wie unser Wohnzimmer, wenn wir unterwegs sind. Wir haben ja diesen Bus, in dem wir schlafen und dann ist die Backstage unser Wohnzimmer. Das heißt, die Leute duschen dort, da sind die Taschen, da liegen irgendwelche Handys, MacBooks, pipapo. Das bedeutet, also unser Tourmanager würde das eh gar nicht zulassen, dass Fremde kommen. Und wenn, sagt er, pass auf, das ist, wenn ich dich jetzt mitbringen würde, hätte ich für dich die Verantwortung. Das heißt, wenn du passiert am Buffet alles wegfrisst, dann sagt er, ey, das war dein Kumpel, so, ne? Dann krieg ich den Anschiss dafür, so, ne? Weil die Techniker kommen nach 12 Stunden Arbeitstag oder 16 Stunden und sagen, es gibt nichts zu essen, hat mir voll oft diese Situation, so, ne? Und deswegen ist schon so, das klingt schon fast asozial, aber das Essen ist ja zum Beispiel abgezählt, ne? Um jetzt mal diese Frage noch mal ein bisschen weiter zu spinnen. Und es ist echt manchmal so, dass ich auch zu meinen Freunden dann sage, ey, wenn du was essen willst, dann sag mir so, ne? Dann ist mein Anteil so oder lass uns was holen. Aber wir müssen gucken, dass die Techniker, ne? Das ist abgezählt tatsächlich. Wir können den Leuten jetzt nicht alles wegessen. Und genauso ist es auch, ne? Also wenn jetzt, wir haben da bestimmt früher so, ne? Muss ich schon sagen, hat sich schon bestimmt auch gewandelt, oder? Ja, früher war das auch alles so ein bisschen egaler, so, ne? Ja. Wenn man da irgendwie, keine Ahnung, wenn dann 15 Jungs zusammen unterwegs sind, so, ne? Aber, ja, das ist gar nicht möglich, so in der Dings. Aber da gibt's auch Unterschiede, so, ne? Manche haben halt auch eine riesen Fanbase, die aus Frauen besteht und die können das dann halt vielleicht auch so zelebrieren. Mhm.
Ich meine, man muss ja bei dir sagen, du hast ja auch immer schon den Fokus ein bisschen auf live gelegt so, und ja, deine Shows sind ja auch wirklich krass. Ich habe dich das erste Mal live gesehen, tatsächlich vorletztes Jahr auf dem Splash. Ah, okay. Ja, Mann. Mhm. Da hatte ich sogar die Möglichkeit, da in diesen Tunnel reinzugehen, da in diesen Fototunnel, und mir das so wirklich von nah ja reinzuziehen. So. Ja. Und ich fand's echt krass, Mann. Und da hat man auch gemerkt, ja, wie die Crowd abgeht, so, wenn Savas auf die Bühne kommt, so, weißt du. Danke, und deswegen, Mann, hast du wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Professionalität bei dem Ganzen und achtest auch darauf, dass alles Hintergrund... Also die Tour ist leider gar keine Party, ne? Also ja, ich meine jetzt Party im Allgemeinen, einfach, das ist so... Das läuft ja bei manchen anders, Alter, da siehst du auch auf den Storys, Digga, die ballern sich dazu, Digga, ja, und das ist halt eine Spaßveranstaltung. Ich glaube wirklich, wenn ich 2025 wäre, würde ich vielleicht das auch alles ein bisschen lockerer nochmal nehmen können, so, ne? Aber für mich persönlich ist das in dem Moment, ich habe die Verantwortung, dass jede Person, die an dem Abend 38 Euro für ein Ticket ausgegeben hat, zufrieden nach Hause geht, ne? Das heißt, und jeder andere im Team auch. Das heißt, unsere Lichtfrau muss einfach on point sein. Unser Soundmann muss on point sein. Ich muss on point sein. Der DJ muss on point sein. Alle müssen ihr Bestes geben. Und das geht leider nur, ja, das ist so, weißt du, das ist so, als ob du sagst, jetzt ein MMA-Kämpfer, der einfach, weißt du, da gibt es dann wahrscheinlich nur so jemanden. Ich glaube, Nick Diaz ist so einer, der dann kifft oder so. Aber ich glaube, die wenigsten oder ein Boxer wird davor jetzt nicht sagen, ja, ich buff mir jetzt ein, ich chill jetzt mit meiner Eulen, ich lass mir einen Blowjob geben und dann gehe ich ein bisschen raus und kämpfe. Nee, Dicker, Alter, das ist so, weißt du, du bist mit deinem Kopf nur bei dieser Sache so, ne? Fokus. Und so ist es einfach, der Fokus muss stimmen. Ja, Mann. Das war auch so gewesen, krass, ja? Krass. Das interessiert mich. Das ist eine geile Frage auf jeden Fall, ja? Feier ich, Mann. Cool, Alter, vielen Dank. Ich wünsche dir was, ja? Viel Spaß noch, viel Erfolg noch. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Peace. Kann losgehen, Bruder? Das ist du da auch schon, man. 3, 2, 1, go. Yes, Freunde, das war's jetzt gewesen mit dem Video Live-Reaktion von der Straße zu King Kool Savas. Optik Anthem, Alter, ein richtig alter Song auf jeden Fall. Ich fand die Reaktion auch auf jeden Fall richtig geil, Alter. Die Leute haben auch schon geile Fragen gestellt. Jetzt geht's weiter mit dem Interview. Du weißt Bescheid, wie das läuft. Ja, Mann, Alter. Wow, du hast die richtige Arbeit gemacht, Mann. Gewesen. Dankeschön, Alter. Danke für die ganze Energie, die du da reingesteckt hast, Mann. Gerne, Alter. Für dich gerne auf jeden Fall. Cool, Mann, Alter. Das war doch eine ganz coole Resonanz, Mann, Alter. Ich, wie gesagt, ich bin begeistert, dass auch die jungen Leute noch das so auf dem Schirm haben. Ich find's cool, Mann. Ja, finde ich auch nett. Auf jeden Fall, korrekt. Okay, Bro, ich habe ja am Anfang noch so eine kleine Insta-Story-Fragerunde gemacht. Ja. Ich würde sagen, gehen wir noch schnell ein paar Fanfragen durch. Ja. Und dann war es auch gewesen. Was mich noch persönlich interessieren würde, ist so, hast du eigentlich noch, mit wem hast du noch Kontakt von früher, so von den ganzen alten Zeiten, so, ich weiß nicht, wenn man mal so durchgeht, die Optikzeit von damals, Valeska, dann auch mit Xavier oder mit Mo oder die ganzen, also, Leute so. Mit Mo definitiv. Mo ist wirklich nach wie vor auch ein Freund von mir, so, ne? Wir schreiben, wir reden und da geht's dann eigentlich auch nie um Musik, sondern wirklich über alles Mögliche. Also, privat so, wa? Ich weiß, ich kann Mo immer anrufen, er kann mich immer anrufen und wenn ich jetzt in Hannover auftrete, melde ich mich bei ihm, dann sage ich, Bruder, komm doch vorbei, sing doch mal immer, wenn ich rhyme mit uns oder was auch immer so, ne? Also, das ist ein guter Freund von mir, so, ne? Im Herzen definitiv. Und mit Amar schreibe ich ab und zu so, ne? Der macht da seine Sachen und ich hatte ja auch auf seinem letzten Album hatte ich ja auch wieder was drauf, so. Mit Kaputt und Urge ist schon voll lange der Kontakt irgendwie eingeschlafen. Und mit Valeska hatte ich, ich glaube echt seit diesem Split hatte ich keinen Kontakt mehr zu ihr. Ich würde mich freuen, wenn sie mal vorbeikommt und so. Und wie gesagt, da ist auch zu all diesen Leuten von früher ist auch kein schlechter Vibe oder irgendetwas. Mhm. Und ja, Xavier. Hast du mit Xavier noch Kontakt? Ja, wir arbeiten ja am nächsten Album, Alter. Echt jetzt? Ja, wir haben schon parallel angefangen, schon seit, wir sammeln seit einem Jahr schon Entwürfe und machen. Krass, Alter. Ich hoffe, dass wir es schaffen, Ende 2019 zu veröffentlichen. Boah, so. Alter. Ja. Übelst krass, Mann, Alter. Da freue ich mich krass drauf. Ich mich auch, Mann, Alter. Gespaltene Persönlichkeit 2 dann, oder? Ja, genau. Boah. Dicker, das war für mich ein so ein krasses Tape, Mann. Danke, Alter. Wie du immer Tape sagst, ist so geil. Ey, das wäre für mich, weil ich will auch, ich bin die ganze Zeit schon am irgendwie gucken, dass ich irgendwie Kontakt mit Xavier kriege, so. Weil ich würde so gerne ein Interview, Alter, mit dem drehen. Ja. Das wäre für mich eine Ehrensache. Lass uns das probieren. Ich komme aus Mannheim, weißt du? Ja. So, und Xavier ist der Beste, Alter. Wirklich. Und wenn die Leute mich dann, das ist so witzig, ne, wie die Wahrnehmung der Menschen auch ist. Und deswegen sage ich auch, das ist so schwer, sich ein Bild zu machen über Menschen nur anhand der Videos und ein paar Interviews. So, du glaubst, du musst im Endeffekt mit einem Menschen zusammensitzen und ihm in die Augen gucken. Ich habe auch schon menschliche Enttäuschungen gehabt, wo ich dachte, ey, das ist bestimmt voll der entspannt und dann so voll die arrogante, freche Person so vor sich gehabt, so, ne, wo du sagst, was ist denn das? Und dann hast du jemanden wie Xavier, der einfach ein Mensch ist, der jedem Menschen zuhört, der nie von sich selber groß quatscht oder irgendetwas, so, ne? Ein Typ, der irgendwie
Millionen von Platten verkauft hat, alles erreicht hat, was du erreichen kannst. Legende. Und der da sitzt und weißt du, der sich einfach auf der Straße mit einem Brötchen hinsetzt und der mit einem Bauarbeiter redet und den alles fragt so, ne, und sagt, ey, erzähl mal und einfach so interessiert ist auch an anderen Menschen so und an dem Schicksal anderer Menschen und das fand ich dann auch immer so krass, wenn die Leute dann, ja, der ist bestimmt voll arrogant oder der ist voll introvertiert. Nein, der ist der coolste Typ überhaupt so. Das ist der entspannteste und fairste Mensch der Welt so und vielleicht interessiert es die Leute, ich meine, jetzt sitzen wir ja eh schon hier. Wir sind ja auf Tour gegangen und ich meine, Saviors Level, weißt du, wo ist Savior vom Erfolg, wo bin ich und zu unserem gemeinsamen Album und Savior hat von Anfang an gesagt, wir teilen die Gage so, ne, und ich hätte es sogar richtig gefunden, wenn er gesagt hätte, ey, pass auf, so, ne, ich brauche da ein bisschen mehr, wir lassen 70-30 machen oder was auch immer, weil ich hätte gesagt, das entspricht dem Verhältnis so, ne, weil der ist einfach nochmal 10-mal erfolgreicher und für ihn war das klar von Anfang an, ey, wir teilen die Gage, wir haben dieses Album zusammen gemacht, alles 50-50. Und ich meine, das sagt ja schon so viel über einen Menschen aus, so, ne? Der nicht sagt so, ey, ich bin der bekanntere Künstler und deswegen kriege ich jetzt den Löwenanteil, sondern der sagt, ey, wir machen das brüderlich so. Ne? Selbstlos. Xavier ist einer der brüderlichsten Typen der Welt. Also, ich habe viele Stories. Mein Auto, weißt, ich hatte damals einen CL und der hatte einen Motorschaden so. Und ich so, ey, Xavier, ich fahre in den Urlaub so, ne? Ich brauche 5 Tage ein Auto. Meinte, ja, komm vorbei, hier, nimm dir den GTR. Habe ich den Nissan GTR von ihm genommen. Bin damit irgendwie 1000 Kilometer bis nach Rostock oder wo das war, so, ne? Hab da ein paar Tage Urlaub gemacht. Bin wieder zurück, so, ne? Hab den Wagen vollgetankt, da ihm wieder hingestellt. Also, so ein selbstloser und herzensguter Mensch, so, ne? Noch eine Story. Ich nehme. Voll schön, Mann, Alter. Ich nehme Kollegen von mir mit. So, ne, wir sitzen bei ihm da in Mannheim und haben, mein Kollege hat gekocht und so und dann fragt ihn, wir reden über Autos und dann fragt er ihn, und wie ist es für dich so, bla, hast du ein Auto, fährst du gerne Auto und so und dann sagt er, nee, ich kann mir im Moment kein Auto leisten. Xavier kannte diesen Jungen eine Stunde lang. Da hat er gesagt, weißt du was, ich habe hinten noch einen Mercedes stehen, so, wenn du willst, kannst du den erstmal auf unbestimmte Zeit haben. Und ich habe zu meinem Kumpel gesagt, ich habe ihn so angeschubst. Ich so, auf keinen Fall. Ich so, du darfst niemals annehmen. So, ich so, da blamierst du mich. Bitte mach das nicht. Und er hat auch gesagt, nee, ist alles cool. Vielen Dank und so. So ein Mensch ist das. So, jetzt bitte ruft ihn nicht alle an. Und versuch, nein. Xavier, kannst du mir... Nee, der ist so, ey, Mann, ein... geil, Alter. Das ist unvorstellbar, wirklich. Also, das ich mich so gerne mit dem hinsetzen und auch mal quatschen. Ja, müssen wir auf jeden Fall organisieren. Das ist ein unglaublich herzensguter Mensch. Das ist einer der besten Menschen, die ich kenne, wirklich. Also so entspannt, so großzügig, so liebevoll und nett mit den Menschen, die um ihn herum sind. Ihm ist es wichtig, dass sich jeder wohlfühlt da so, ne? Mm. Wenn er wüsste, du bist Veganer, würde er losgehen für dich im Bioladen, Essen kaufen, Veganes, und würde das im Studio für dich kochen. Geil, Mann. Xavier ist original in Heidelberg. Also er hatte auch eine Wohnung in Heidelberg, aber er hat in Mannheim geschlafen. Ist jeden Tag nach Heidelberg gekommen. Wir haben da ja aufgenommen. Sergius, Heavy und ich waren immer im Studio zur Gespaltenen Persönlichkeit 1 und hat wirklich original immer Essen mitgebracht und hat für mich Essen gekocht. Weil er meinte, ja, ich kenne dich ja, du gehst ja jetzt nicht raus und holst dir was zu essen. Weißt du, was ich meine? Voll herzenslieber Mensch. Ja, unfassbar, Alter. Und ihr seid auch richtig krasse Brüder, wa? Ihr seid richtig krasse Freunde geworden. Also das ist jetzt keiner, mit dem ich jetzt jede Woche telefoniere. Wir telefonieren manchmal nur 2-mal im Jahr oder so, ne? Und aber darum geht's auch nicht, ne? Nee, also weil das entscheidet auch nicht darüber, so ob du mit einem eng bist oder nicht. Du musst nicht jede Minute wissen, was die Person macht oder meine so, allerbesten, ne? Freunde leben nicht in Berlin so. Ja. Und für die würde ich sterben, so, weißt du, ich meine, so, die sind alle überall in der Welt verteilt so und genau. Man weiß halt, man gehört irgendwie zusammen, genau. So, man hat eine schöne Zeit miteinander gehabt so. Krass, Alter, Mann. Ja, Mann, Xavier, ich schwör's dir, vielleicht können wir sogar was zu eurem Tape dann machen. Ja, bestimmt, weiß. Sehr sehr gerne, wirklich. Geil, Alter. Ja, Mann, gehen wir ein paar Fragen durch. Die erste Frage ist von Ahmad Miri Patron. Er hat tatsächlich eine Frage gestellt. Grüße Kool Savas und sag ihm, er ist immer noch eine Legende. Und was ist 2020 sein neues Ziel? Shukran, Zitat Habibi. Ende. Shukran. Dankeschön, vielen Dank. Was ist 2019 mein Ziel? Was ist 2020 sein neues 2020? Ziel? 2020 gesund bleiben. Einfach nur gesund bleiben. Alles andere spielt keine Rolle. Ich war in der Schweiz das vor 2-3 Wochen und hab irgendwas Schlechtes gegessen und ich hatte nur einen Tag oder anderthalb Tage Dünnschiss, Kotzerei. Mm. Und ich habe gemerkt, egal was, ich wusste, ey, ich krieg ein neues Auto, ich trete gleich auf, hier, ich habe die Berge, die Aussicht, alles ist geil. Und ich konnte mich an nichts erfreuen. So, ne? Und das ist nur so eine Kleinigkeit, das ist so eine kleine Magen-Darm-Grippe. Und in solchen Situationen wird dir immer klar, wenn du nicht gesund bist, es hat alles andere keinen Wert. Oder wenn die Menschen um dich herum nicht gesund sind, daher... Das alles, wie wir leben, das ist größter Luxus, so, ne? Dass wir
sowas haben dürfen, dass wir hier eine Obstplatte haben. Das ist alles Riesenluxus, Alter. Wir dürfen nie vergessen, das auch. Es ist schwer, sich das jeden Tag aufs Neue bewusst zu machen, aber es ist wichtig, dass man das anerkennt, dass man sagt, so, das ist nicht normal. Das ist nämlich für 90% der Menschen auf dieser Welt ist das nicht normal, weißt du? Ist so. Die Menschen können, viele Menschen haben noch nicht mal so viele verschiedene Sorten Obst gesehen, so, ne? Ja, oder können nicht einfach mal eine halbe Flasche Cola so lassen und gehen, so, ne? Ja, wir können uns das leisten, alles. Ja, genau. Und deswegen geht es nur um Gesundheit, Alter. Ist so. Ich lese auch gerade ein Buch und ich habe jetzt auch ein Dankbarkeitsjournal gemacht, quasi. Ich schreibe mir jeden Morgen 5 Dinge auf, für die ich dankbar bin, so, weißt du? In so ein Buch rein. Und damit trage ich das so durch den ganzen Tag einfach durch, weißt du? Und ich habe einfach gemerkt, wie seitdem ich das mache, wie ich innerlich auch glücklicher bin, so, weißt du? Weil du kannst nicht Angst und Dankbarkeit im selben Moment fühlen, so, weißt du? Und viele Menschen haben Angst vor irgendwelchen Sachen. Ja. Aber wenn du einfach mal dankbar für das bist, was du gerade hast, so, dann geht's dir viel besser, so, weißt du? Mit Sicherheit. Das kann ich nur jedem ans Herz legen. Macht euch jeden Morgen klar, für was ihr dankbar seid, dann lebt ihr einfach glücklicher, so. Ja. Schreibst dir in dein Handy, mach einen Screenshot, mach das als Hintergrundbild, so. Kannst du das immer dir rumtragen. So, es sind manchmal Kleinigkeiten, die das Leben verändern können und 100%. Ja, verbessern können. Ist so. Grüße gehen raus an Ahmad auf jeden Fall. Dann haben wir eine Frage von Darius Dave Joshua. Feed mit Manuelsen. Feature mit Manuelsen? Ja, Mann. Bestimmt wird es irgendwann mal dazu kommen. Ne? Man muss dazu sagen, Manuel ist wirklich einer, der gehört zu den wenigen Leuten, die immer Props gegeben haben und die immer Liebe gezeigt haben. Und ich finde, der ist ein großartiger Musiker, unglaublicher Sänger, super Rapper. Und also früher oder später wird das bestimmt stattfinden. Und ab und zu schreibt er mir, ab und zu schreibe ich ihm so. Ne? Also cool, wir beglückwünschen uns, wenn ein Album rauskommt oder irgendwas so. Ne? Und er ist mich auch mal besuchen gekommen beim Konzert und also mit ihm ist immer ein guter Vibe. Ist ein sehr, also zu mir wirklich ein sehr, sehr netter Mensch, Alter. Cool, Mann, Alter. Kann ich mir auch gut vorstellen, Mann, Feed von euch beiden. Luis Lisa fragt, was war dein bisher schlimmstes bzw. bestes Erlebnis? Beste Erlebnisse haben wir schon durch. Was war so dein schlimmstes Erlebnis? Ja, ich habe einen sehr, sehr guten Freund verloren, vor fast einem Jahr, noch nicht mal ein Jahr. Das war für mich das Schlimmste. Kacke, Mann. Mein Beileid auf jeden Fall. Danke. Hier haben wir eine Frage zu Xavier, das haben wir ja schon durch. MVN-49 fragt, Meinung zu Luciano. Kennst du Luciano? Ja, super Typ, super Rapper, schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, ganz, ganz korrekter Junge und hat einen mega Hype und verdient, ne? Und macht super Musik. Daher enough respect, Alter, immer weiter so. Ja, Mann. Dem Bruder sehe ich auch gutes Potenzial noch. Also ja, definitiv. Der wird noch viel reißen. Ja. Wie sieht dein Kontostand aus, fragt Melissa. Gähnende Leere. Ich bin im Arsch, Alter. Ich bin gefickt, Mann. Hardy lacht. Ich muss immer, deswegen, ich krieg fast alles bei Hardy umsonst. Ich kann mir hier so einen Maraschan besuchen. Also wenn ich zweimal im Monat mir sowas leiste, mein Budget hinüber, Alter. NO-AMG fragt, hast du noch Kontakt zu Montana Black? Grüße aus Duisburg. Ja, wir haben letztens sogar miteinander geschrieben. Echt, ne? Ja, wusste ich gar nicht, dass ihr Kontakt habt. Wir sind jetzt keine dicken Buddies im Sinne von, aber der ist ein cooler Typ, Alter. Der ist sehr provokant und anders. Und sympathisch, finde ich. Ich feiere das. Also irgendwie, der ist authentisch. Der macht sein Ding, Alter. Wie kam der Kontakt zustande, Alter? Durch die Jungs, mit denen ich das Fesky mache, das Getränk. Und Montana, wie sagt man das, war auch eine unserer Werbefiguren und hat sich auch mit dem Produkt identifiziert und hat auch unter anderem Werbung für uns gemacht. Und ich habe ihn dort halt kennengelernt, ne? Cool, Alter. Da bei Hamburg. Uwe BLMN unterstrich gefragt, wie kam er zur Musik? Du hast ja am Anfang zufällig. Du hast ja am Anfang auch Englisch gerappt, ne? Ja, ja. Jux Künstlername, ja. Da habe ich letztens mit Dosto drüber gequatscht, hast du auch gesprüht und so damals, ja, ne? genau. Ja, war alles Zufall, Alter. Ich bin nie davon ausgegangen, dass ich auch damit Geld verdiene. Daher ist es einfach, Alter, so. Einfach so entstanden, wa? Aus Versehen, sagen wir es mal so. Krass, Mann. Boah, hier haben wir eine Frage von Okidoki. Erzähl mal, wie es in der Musikindustrie so ist. Seele verkaufen, Illuminati etc. Original. Also, wenn... Wann hast du deine Seele verkauft? Als Rapper, wenn du erfolgreich sein willst, musst du erstmal... Ja, du musst in so einen geheimen Tempel, Alter. Du musst dich schön ficken lassen erstmal.
von A bis Z, Alter. Und ja, wie soll es sein? So wie man sich das aus Filmen vorstellt, so, ne? Und so wie es in der Vorstellung ist. Also, das ist auch ein mühsames Thema. Das ist etwas, wozu ich mich eigentlich gar nicht äußern möchte, weil es einfach so fernab jeder Vernunft und jeder Realität ist. Es einfach, die Leute sind halt wahnsinnig so, ne? Also, als ob die auch keine anderen Probleme haben, als sich darüber Gedanken zu machen, ob jemand seine Seele verkauft hat. Wo fängt's an, wo hört's auf? Also, wir haben ja alle unsere Seele verkauft in dem Moment, wo wir in so einem System leben und so tun, als ob das alles in Ordnung wäre. Also, als ob wir jetzt losgehen und sagen, und als ob diese Illuminaten sich jetzt ein paar Deutschrapper suchen und sagen, ja, so, du musst jetzt die und die manipulieren und du musst das machen und du musst jetzt so machen im Video und du musst dann eine Pyramide und ja, okay, so, jetzt haben wir... Das ist zu einfach, Alter. Ja, das ist doch krank, Alter, ja, sorry. Voll. Also über sowas darf man gar nicht nachdenken, ist einfach nur Blödsinn. Aber du beschäftigst dich viel mit Politik? Bis zum gewissen Maß. Ich bin kein super politischer Mensch, so, aber also verglichen mit so wie mein Vater, sein politisches Bewusstsein werde ich niemals erlangen können. So. Ja, der hat sich auch viel eingesetzt, damals auch in der Türkei und so. Genau, unser Vater, der Knast gegangen, genau, damals, ne? Der war auch im Bau und so. Krass, Mann, Alter. Weil ich habe mir letztens mal ein Interview von dir reingezogen, ich weiß nicht, auf irgendeinem Festival war das, da habt ihr so ein bisschen über Trump und über diese ganzen Geschichten gequatscht. Ja, und so, da ja, habe ich ja gemerkt, also du beschäftigst dich schon auch so ein bisschen mit so vielleicht auch Verschwörungssachen und so? Na, nee, ich bin jetzt kein krasser Verschwörungstheoretiker. Ich sag immer, alles kann und also ich bin nicht derjenige, der entscheidet, ob etwas so ist oder nicht so ist. Ne? Aber ich glaube, es gibt relativ einfache Mechanismen und dafür muss man jetzt kein Genie sein und kein Verschwörungstheoretiker, um die auch zu erkennen. So, ne? Und also das ist ja auf jeder Stufe der Hierarchie finden diese Dinge statt. So, ne? Also das heißt, wenn wir beide jetzt beste Freunde sind, so, ne? Und wir einen Job oder du einen Job hast, den ich erledigen könnte, dann gibst du doch eher mir den Job, als dem einem Wildfremden zu geben. So, ne? Mhm. Weil du sagst, Bruder, warum sollst du nicht dieses Geld verdienen? Das heißt, am Ende des Tages, diese ganzen Machtgefüge und so, ne? Es geht um Geld, es geht um Business, es geht um Wirtschaft und die Leute arbeiten natürlich miteinander. So, ne? Und das wäre naiv zu glauben, dass das irgendwie fair ablaufen kann oder dass der Kapitalismus irgendwie eine faire Note besitzt, dass da etwas daran wirklich besonders menschenfreundlich sein könnte. Nein, es ist sehr zweckmäßig so, ne? Und ich finde, das ist jetzt auch für mich das keine Verschwörungstheorie, dass ich mir sage, das System ist einfach so und das funktioniert so und das ist jetzt die Frage, jeder muss für sich entscheiden, so, finde ich das gut, finde ich das nicht gut, möchte ich dazu was sagen, möchte ich das nicht, möchte ich was daran ändern, möchte ich in meinem Umfeld was ändern, kann ich was in meinem Umfeld ändern, kann ich innerhalb dieses Systems überhaupt glücklich werden. Manche verzweifeln auch daran und für manche ist es auch besser auszuwandern und für manche ist die letzte Hoffnung, sich den Strick zu nehmen, so, ne, die dann gar nicht mehr drauf klarkommen, aber keine Ahnung. Also versuchst du persönlich irgendwie was zu verändern, vielleicht in deinem Umfeld oder auch vielleicht größere politische Sachen oder ist das für dich gar kein Ziel? Oder? Bruder, ich glaube, die größte Veränderung war für mich, dass ich mir bewusst bin, dass ich in einem Zwiespalt und auch in einem heuchlerischen Zwiespalt lebe. So, ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich keine Freude an tollen, teuren, schnellen Autos habe oder dass ich mir nicht sinnlosen Luxus leiste oder dass ich das nicht geil finde, in irgendwie einen Fünf-Sterne-Urlaub zu fliegen und Business zu fliegen und weißt du, also das wäre einfach unverschämt, wenn ich so tue, als ob ich so voll der Nature-Typ bin und nur aus der Mülltonne lebe. Das ist auch Quatsch, so, ne? Aber ich versuche im Rahmen dessen, was für mich möglich ist, der bestmögliche Mensch zu sein, nach meinen moralischen Vorstellungen. Das gelingt mir nicht immer, das gelingt mir manchmal. Und ich glaube, wenn man das für sich irgendwie so, weißt du, genauso wie du jetzt auch Veganer bist, so, ne? Und das ist eine Entwicklung dahin, so, ne? Du kannst jetzt deswegen auch, wenn jemand neben mir Fleisch isst, dann finde ich das prinzipiell nicht richtig, dass man das tut, weil ich mir denke, es wäre besser, das nicht zu tun. Aber ich bin jetzt keiner, der sagt, ey Dicker, ich verabscheue dich, dass du das machst, so, ne? Oder du darfst das nicht machen. Also so, ich bin jetzt auch kein Dogmatiker, der jetzt einem anderen irgendwie seine Meinung versucht aufzuzwingen. Am Ende ist es eine Reise, jeder geht seine Reise für sich und muss für sich entscheiden, was ist richtig, was ist falsch, was glaube ich, was richtig und falsch ist. Es kann ja noch nicht mal, es gibt keinen moralischen Kompass, an dem man sich bedingungslos halten kann, wo jeder sagt, das ist es so, ne, weil jeder das anders sieht, so, ne. Der eine hat, für den einen sind die moralischen Grenzen hier oben, für den anderen sind die da unten, ne. Und jeder muss da für sich entscheiden. Ja.
Also ich finde es selber auch schwer. Ich denke viel auch über mich selbst nach und auch über die Dinge, die ich tue. So, ne? Und darum sage ich, nicht alles, was ich tue, ist richtig, mitnichten. Spendest du auch und so Sachen? Also machst du auch so Charity-Sachen? Es gab Projekte, die ich unterstützt habe. Und es gibt ein Projekt, was ich nach wie vor unterstütze. Das ist jetzt auch kein riesen politischer Move. Das ist Sonnenblume e.V. heißt es in Bremerhaven. Das ist ein Schülerladen. Mein emotionaler Bezug zu Bremerhaven ist der, dass Mo aus Bremerhaven kommt und mir erzählt hat, wie es dort ist. Bremerhaven ist, glaube ich, die Stadt in Deutschland mit der größten Arbeitslosenquote. Und er sagt halt, es ist wirklich ziemlich hoffnungslos. Ne? Es ist wirklich schwer für die Menschen dort. Und ich habe irgendwann diesen Bericht über dieses Projekt gesehen und ich fand das so sympathisch und so liebevoll, wie die das machen, so, ne? Weil die geben den Kids die Möglichkeit, dass sie dort zum Beispiel nicht nur mit den Hausaufgaben machen, sondern dass sie da was essen, ne? Dass sie mit denen spielen, dass sie vielleicht das, was sie zu Hause nicht kriegen können, da. Es ist ein ganz kleines, ganz intimes Projekt so und wir haben das am meisten so gemacht. Auf Tour haben wir gesagt, alle Leute, die über Gästeliste reinkommen, sollen bitte 5 € spenden, so, ne? Tut niemandem weh und am Ende haben wir die Spenden genommen. Und haben die dann im besten Fall verdoppelt oder so und haben dann das dem Projekt zugutekommen lassen. Wie gesagt, keine große Sache. Ich wollte das auch noch nie jetzt an die große Glocke hängen. Deswegen bin ich jetzt auch kein super toller Mensch, sondern das ist eine Sache, die mir persönlich am Herzen liegt. Und dann finde ich es auch authentisch. Also es sollte irgendwie, und ich bewundere die Menschen. Also ich bewundere Altenpfleger, ich bewundere Ärzte, die losgehen, die Menschen helfen, die keine ärztliche Versorgung sich leisten können zum Beispiel. Ne? Und wie gesagt, ich bewundere die Krankenschwestern, die Altenpfleger, die völlig überfordert sind, die einfach 16-Stunden-Schichten da hinhauen für irgendwie 1.000 € dann im Monat. Und ja, also so, das ich fände es gut, wenn wir diese Gesellschaft noch sozialer gestalten könnten. Ja, Mann. Machen wir noch eine Frage, komm. Wie du willst, Bruder. Machen eine Frage noch, Bruder. Okay. Lieblingsserie bzw. Lieblingsfilm? Schöne Grüße. Das ist so eine nette Frage. Ist schön. Hast du eine geile Serie, so, die du gerade reinflasht oder so? Nicht mehr. Also ich bin schon lange durch. Ne? Black Mirror kann ich jedem nur empfehlen. Gibt es auf Netflix. Was ist das für Thema? Black Mirror ist immer eine einzelne Geschichte. Die erste Story ist zum Beispiel, da wird ein englischer Politiker angerufen und die sagen, wir haben die Prinzessin von England gekidnappt. Shit. Und sie müssen jetzt bis morgen, oder sie müssen morgen 15 Uhr, also ich erzähl's jetzt vielleicht ein bisschen falsch, müssen sie im nationalen Fernsehen, müssen sie ein Schwein ficken, so. Nicht simulierten Verkehr mit einem Schwein. Und dann, und diese Serie wirft immer so Fragen auf, ne? Was ist richtig, was ist falsch? Weil es geht um das Leben einer Person. Bist du bereit, ein Schwein im Fernsehen zu ficken, wenn du das Leben einer Person retten kannst, so, ne? Und du stellst dir dann auch selber diese Fragen. Und dann gibt's halt meistens noch so einen moralischen Twist in der Serie. Deswegen Black Mirror kann ich nur empfehlen. Ist super, Alter. Geil, Mann. Muss ich mich mal reinziehen. Lieblingsfilm? Dicker. Es gibt so viele Filme, aber ich muss leider sagen, Matrix hat für mich voll vieles geändert. Mm. Matrix hat mit so ganz einfachen Mitteln, hat das viel in den Köpfen der Menschen auch bewegt. So daher, Matrix gehört mit zu meinen Lieblingsfilmen. Natürlich habe ich auch Gladiator und so einen Quatsch auch geguckt und abgefeiert. Und natürlich ist sowas wie Pate ist unfassbar, Bad Lieutenant. Es gibt so viel krasse Filme, so, ne? Und Matrix hat bei mir tatsächlich auch erst später gezündet, Alter. Also ich habe das damals geguckt, da war ich noch viel zu jung, um das zu checken, was die da eigentlich zeigen. So, für mich war das nur so ein Actionfilm. Mhm. Dann habe ich mir den nochmal reingezogen, wo ich so 20 war. Dann habe ich erst gemerkt, so, okay, krass. Inception ist auch überkrass, Alter. Ja. Inception überkrass, Memento überkrass. Es gibt viele krasse Filme. Also wenn ich jetzt anfange, ich weiß, dann fallen mir jetzt immer wieder Dinge ein. Ja, Mann. Ich finde den einen deutschen Film voll geil mit Elias Mbarek, Alter. Wie heißt der Film? Fuck you, Goethe. Nein, Spaß. Nicht diese Filme. Da geht es um so einen Hacker. Who am I? Boah, hast du den geguckt? Who am I? Für mich der krasseste deutsche Film ever. Ich fand immer Experiment am besten. Den habe ich gar nicht geguckt. Musst du mal gucken. Ist mit Moos bleibt treu. Okay, krass. Aber Who am I, Digga, der fickt deinen Kopf am Ende. Zeig ich mir rein. Alter, am Ende twistet der nochmal komplett rum so und das fickt richtig deinen Kopf so. Bombe sowas. Geil, Alter, ey. Savasch, Mann. Dickerchen. War ein geiles Ding, Mann. Hat mir großen Spaß gemacht. War mir echt eine Ehre auf jeden Fall. Ab jetzt kann's nur noch, können die Interviews nur noch schlechter werden. Also wir haben jetzt schon zu Anfang der Promophase das beste Interview gemacht. Machst du noch ein paar jetzt, oder was? Ja, wahrscheinlich muss ich, ne? Musst du. Aber wenn die so sind wie jetzt, so ist ja entspannt. Das ist ja ein Gespräch mehr. Ja, Mann. Finde ich sehr gut. Dankeschön. Ja, geil, Alter. Danke für deine Zeit. Danke dir. Freunde, das war's gewesen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Schauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Peace it out, man.